So, hallo und herzlich willkommen. Heute Abend sitzt mir gegenüber wieder einmal Detail. Seit dem letzten Mal haben wir uns ja fleißig darüber ausgetauscht, wie es weitergehen könnte und ähm, Detail kann gerne noch mal ein, zwei Worte vielleicht auch zu seiner Bowie-Predigt sagen. Wie es gelaufen ist, die war ja im unmittelbaren Anschluss an unser letztes Gespräch. Und dann wollen wir uns heute über Trennungsalben unterhalten. Wir werden zunächst noch mal ein bisschen darüber reflektieren, wie wir zu dem Thema gekommen sind und warum wir uns vielleicht auch ein bisschen schwer mit dem Thema getan haben. Und dann stellen wir uns wie beim letzten Mal eben auch jeweils ein Album vor und besprechen das im Detail. Ja, Dieter, mein Name Harus Pex und die Predigt, jawohl, ähm war wunderschön, ein großes Ding. Also ich habe da auch inszenatorisch ähm, versucht, da einiges hinzulegen, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass das Thema Bowie das geradezu verlangt. Und eine großartige Auseinandersetzung hat mir sehr viel Freude gemacht. Und auch das Feedback war sehr gut. Ja, insgesamt ein sehr, sehr schöner Abend. Man hat gesehen, wie viel Mühe du dir gegeben hast in der Christuskirche, natürlich auch super aufgehoben als Setting das Ganze, ja ja, danke für das mühegeben. <laughs> klappt oftmals. ja, und das haben wir auch heute getan. und das war ja auch einer der gründe, warum wir uns ein bisschen schwer getan haben. wir sind so ein bisschen ja im gespräch darüber gewesen, wie es weitergehen soll, mit welchen themen man sich noch auseinandersetzen könnte. und äh, ich hatte dann trennungsalben vorgeschlagen, äh, ursprünglich, weil ich eben tatsächlich die, dieses bedürfnis hatte, mich mit björks, Wulnikura noch nochmal im detail auseinanderzusetzen. und mit diesem vorschlag bin ich dann an dich herangetreten, was äh, ging dann in die vor? Ja, prinzipiell ähm, erstmal großartig, weil exotisch. Ich mag exotische Themen, allerdings andererseits eben auch ein unangenehmes Thema, ich glaube für alle, weil wir sehen gerne, wie Menschen zusammenkommen, aber es ist uns wahrscheinlich peinlich, wenn in unserer Umgebung sich Menschen trennen. Ja, man gibt sich die Blöße ne? und insbesondere wenn man das dann auf diese künstlerische Art und Weise tut, dann ähm, hat man ja nun auch überhaupt nicht mehr im Griff, was dann letztendlich der Rest der Welt daraus macht und ähm, eine solche Intimsphäre nach außen zu kehren, ähm, wie auch immer das dann passieren mag, erfordert, glaube ich, auch einiges an Überwindung und auch das darüber Sprechen erfordert natürlich einiges an Überwindung, denn auch äh, wir müssen ja um über diese Alben sprechen zu können, ja uns ein bisschen bloßstellen vielleicht. Soweit es geht, ja. Ja, so, so weit es geht. Mal schauen, wohin dieser Abend äh, uns da noch führen wird. Ja, Trennungsalben haben ja in der Musikgeschichte, aber da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Auch sowas wie eine Tradition, also das Format des Trennungsalbums, dem begegnet man ja in verschiedenen Jahrzehnten immer wieder. Wann das jetzt äh, angefangen hat oder wann dieses Konzept als solches eben auch so ein fester Bestandteil eines musikalischen Schaffens wurde, das weiß ich nicht. Ähm, natürlich haben wir schon im Mittelalter im Minnesang das Leitklassen über äh, verfehlte Liebe und es ist ja auch immerhin, also im, es ist es ja auch eine Auseinandersetzung mit einem Phänomen, das den Menschen eigentlich seit jeher begleitet. Also ich glaube, einen Ursprung festzustellen ist recht schwierig, aber was war so das erste Mal, dass du mit dem Konzept des Trennungsalbums ähm, oder des Konzepts der Trennung in der Musik dich hast auseinandersetzen müssen? Vielleicht ganz kurz vorher noch, weil du Minigesang Mini angesprochen hast, ich habe mich auch einmal in die Thematik eingearbeitet zum Thema Liebe an sich, Kulturgeschichte der Liebe. Tatsächlich, dieses Konzept der unglücklichen Liebe scheint tatsächlich im 13. und 12. Jahrhundert aufgekommen zu sein. Damals Besetzung der spanischen Halbinsel durch die Mauren und da war das schon eine sehr große Tradition, das Gedicht äh, Gedichte zu schreiben über unglückliche Liebe und das wurde aufgenommen von jungen Rittern damals, die dann eben ähm, die hohe Minne geübt haben. Man nannte es eben die hohe Minne, also eine ein Burgfräulein, die verheiratet war und somit unerreichbar, äh, die zu besingen und die Unerreichbarkeit eben zu idealisieren. Es wurde aber auch die niedere Minne mitunter ausgeübt. Das war dann halt eben Sex. Ja, ne, ganz oft ging es dann um diese unerreichbare Form der Liebe. Das wurde in der Zeit tatsächlich äh, groß geschrieben, kann man sagen. Die Alben, mit denen wir uns heute beschäftigen, die gehen da vielleicht auch nochmal mit einem ganz anderen Ansatz dran. Aber es ist ja auch spannend, dass der Mensch eben in seinem Wesen offensichtlich etwas hat, was immer nach dem Unerreichbaren strebt. Also man hat Ideale, die man anstrebt. Die meisten davon sind derart hochgesetzt, dass man sie nur sehr problematisch erreichen kann. Und eben auch dieses Anhimmeln dessen, was eben gerade nicht zur Verfügung steht, was gerade vielleicht unendlich fern scheint, das ist etwas, was man auch bei Menschen jetzt unabhängig von der Liebe oder unabhängig von der sexuellen Neigung doch auch immer wieder findet, ganz egal, äh, worüber man sich mit Menschen unterhält, ja. Mm, ja, und um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, das älteste, was mir jetzt spontan einfällt, der Trennungsalbum dürfte tatsächlich eben dann Marvin Gaye hier My Dear sein. Kann gut sein, dass es davor schon... Songs gab über Trennung Alben weiß ich nicht mir fällt noch spontan ähm, Roisin Murphy ihr erstes Album ein das kurz nach der Auflösung von Moloko und auch der Trennung von ihrem damaligen Partner handelte und eigentlich tatsächlich auch noch dachte jetzt die letzten Tage vielleicht wäre es eine bessere Wahl gewesen, aber wir haben uns, glaube ich, doch gut entschieden mit den beiden Alben. Ja, du hast tatsächlich ja das Rosen-Murphy-Album auch äh, angekündigt gehabt in unserer Vorbesprechung, beziehungsweise durchaus schon geäußert, dass du darüber nachgedacht hast. Äh, ein sehr, sehr intensives und auch sehr spannendes Album, das man sicherlich auch bei Zeiten mal äh, vielleicht auch unter einem anderen Gesichtspunkt noch mal besprechen kann. Schön aber, dass wir jetzt eben auch zwei Werke haben, die zeitlich doch so weit auseinander liegen. Ich denke, da merkt man, dass es da auch etwas Universelles gibt in der Art und Weise, wie Beziehung funktioniert oder wie Trennung eben funktioniert, was Trennung mit uns auch macht und äh, ja, wie äh, letztendlich eben auch Trennung zustande kommt. Ne? Wir müssen uns ja heute also nicht nur über das Phänomen der Trennung als solcher unterhalten, sondern wir müssen ja, um eigentlich über Trennung zu sprechen, auch das Phänomen Beziehung in seiner Gesamtheit mal betrachten. Mhm. Denn man könnte ja nun auch sagen, dass der Kern äh, einer Trennung bereits in der Geburt der Beziehung eigentlich verankert ist oder dass man, wenn man jetzt so deter deterministisch denken möchte, oder dass ähm, letztendlich eben auch die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist, wenn man das jetzt weniger deterministisch sagen möchte, äh, dass die Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist, eben auch durchaus ausmacht, wie man dann auseinander geht. Hm. Interessant ist ja dabei eben zu beobachten, dass sowohl das Zusammenkommen wie auch das Trennen etwas ist, was relativ modern ist. Das kam Ende des 19. Jahrhunderts auf. Soweit ich mich richtig hoffentlich erinnere, war das eben eine Leistung von Bismarck, der tatsächlich eben das eben gesetzlich festgehalten hat, dass es auch eine, eine weitere Möglichkeit als nur die kirchliche Heirat gibt. Also die bürgerliche, standesamtliche Heirat. Und irgendwann eben auch die Trennung entsprechend auch eingeführt wurde, wenn das Ganze nicht funktioniert. Ja, Liebe ist immer wieder neu kodifiziert worden, auch über die ähm, Jahrhunderte und Jahrzehnte. Ähm, es ist äh, immer wieder ein bestimmtes Modell in den, äh, sagen wir mal Mainstream gerückt. Und ähm, wir sehen uns ja bis heute eben auch damit konfrontiert, dass eine ja, bestimmte monogame Vorstellung von Liebe eben doch auch relativ weit verbreitet ist. Dass eben dazu gehört auch dieses Familie gründen und Kinderzeugen sich dann irgendwann so zur Ruhe setzen und in die Vorstadt ziehen. Ne? Also das sind Phänomene, die immer noch sehr weit verbreitet sind, obwohl wir ja zum Glück auch heute sagen können, dass es eben viel, viele, viele, viele andere Ansätze gibt, die ebenso gut zu funktionieren scheinen und dass da junge Menschen eben auch den Mut entwickeln, einfach mal was anderes ausprobieren zu wollen. Wir sind jetzt so ein bisschen weg von dieser Konvenienzehe, wie wir sie eben auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Man versteht natürlich, wo das herkommt. Die Menschen brauchten Stabilität, die Menschen brauchten Sicherheit. Man musste sich eben umeinander kümmern, um auch diese schwere Zeit nach dem Krieg in irgendeiner Form überstehen zu können. Es ist grundsätzlich ja eben auch vielleicht einfacher, mal unabhängig jetzt von dem Kriegsszenario, gewisse Dinge zu zweit angehen zu können. Also das Bedürfnis nach Bindung oder das Bedürfnis nach Sozialem, das wohnt ja jedem Menschen eigentlich auch, auch inne. Hm. Und trotzdem gibt es, wie du angesprochen hast, ja auch verschiedene Konzepte. Also momentan befinden wir uns, so beobachte ich das, eben in einer Phase, in der das Hauptmotiv die seriell monogame Lebensabschnittspartnerschaft eben darstellt und daraus sich dann eben weitere Konzepte wie Patchwork, Familie und so weiter und so fort entwickeln können. Ja, das äh, Interessante ähm, ist natürlich, dass heutzutage auch ein ja, Optimierungsgedanke in das Konzept Beziehung einen ähm, Zug gefunden zu haben scheint. Also, wir bewegen uns ja in einer Welt, in der wir auch dazu erzogen werden, alles, was wir machen, in irgendeiner Art und Weise zu optimieren oder eben auch im Hinblick auf den daraus zu ziehenden Ertrag eben auszubauen. Und ähm, man merkt sicherlich bei vielen auch, dass das Einzug in ihr Liebesleben gefunden hat. Und das ist dieses äh, numerische Element, ne, dass man sagt, wenn ich jetzt irgendwie eine von zehn habe, dann kriege ich sicherlich auch noch die neun von zehn hin oder äh, wie auch immer das sein mag. Also es drückt natürlich auch eine Objektivität aus, die es de facto nicht hat, wenn man das so numerisch angeht. Und Plattformen wie Tinder zum Beispiel, die unterstützen natürlich auch die Schnelllebigkeit solcher Dinge. Und ich denke, wenn wir jetzt heute über die Alben sprechen, die wir uns ausgesucht haben, dann werden wir relativ schnell merken, dass es da eigentlich um ganz andere Formen von Beziehung geht, beziehungsweise eine andere Innigkeit, die vielleicht dann eben auch zu diesen jeweiligen Werken geführt hat. Ja. Ähm, kommen wir wahrscheinlich noch später dazu, aber gerade Badiou spricht sich ja sehr stark aus gegen diese Partnerschaftsbörsen, die heutzutage existieren, weil ich da ja schon bei der Auswahl entsprechend ähm, mehr oder weniger wirtschaftliche ähm, Gesichtspunkte ähm, mit einfließen lassen kann. Wie, wird man, wie präsentiert man sich selbst, wie präsentiert man Reichtum eigentlich auch und so weiter und so fort. Es ist so ein Kontrollzwang, der dann da auch zum Ausdruck kommt. Ne? Also die Menschen möchten all diese Elemente möglichst optimal äh, handhaben, möchten das kontrollieren können und ähm, am Ende verfehlen sie eigentlich das, was in meinen Augen das sich Verlieben ausmacht, nämlich diesen... Kontrollverlust zuzulassen. Ne? Das erfordert Vertrauen. Vertrauen, das äh, muss man schenken. Vertrauen ist etwas, das äh, letztendlich eben auch nicht zurückgefordert werden kann. Da muss man, ne, der, das Wesen des Vertrauens ist es eben, dass man für das Schenken von Vertrauen nicht unbedingt etwas erwarten kann. Ne? Und sonst verfehlt es nämlich auch wieder eigentlich sein Ziel bzw. Ist auch wieder zu zweckmäßig gedacht. Liebe als unser letztes Abenteuer. Das letzte Abenteuer in einer durch und durch äh, kontrollierten Lebenswelt. Ja, also äh, es wäre sicherlich auch spannend, da jetzt mal in äh, andere Kulturkreise nochmal zu schauen und zu schauen, wie beispielsweise auch da das Phänomen der Liebe oder eben auch das Phänomen der, der Trennung akustisch zum Beispiel verarbeitet wird. Also ob es jetzt sowas wie beispielsweise, keine Ahnung, traditionell japanische... Trennungsalben zum Beispiel gibt oder afrikanische Trennungsalben, ob sowas produziert wird, ob sich das unterscheidet. Mit Sicherheit wird es da interessante Unterstütz äh, Unterschiede geben. Also ich weiß jetzt speziell von der japanischen Gesellschaft, dass ähm, bis in die 40er, 50er Jahre die Zweckehe noch ganz normal war. Also dass Paare zusammengeführt wurden, schon als sehr junge Menschen und somit eine Zweckgemeinschaft eben dann eingegangen sind. Tatsächlich ein Freund von mir, der mit einer Japanerin verheiratet ist, deren Eltern wurden noch so zusammengeführt und die dann auch nach eigener Aussage sagten, es war schwierig am Anfang, aber in der Zwischenzeit geht es ganz gut. Also es gibt ja tatsächlich Verfechter auch der Zweckgemeinschaft. Am Ende ist es ja so, dass man natürlich sich auch an alles gewöhnen kann und Gewohnheit jetzt ja nicht per se etwas Schlechtes ist. Ne? Also, äh, sich an einen Zustand der Unzufriedenheit zu gewöhnen, ist sicherlich nicht erstrebenswert, aber dass sich aneinander gewöhnen, ähm, aus vielleicht nicht optimalen Umständen heraus, das kann trotzdem ja auch sehr ertragreich sein und dazu führen, dass Menschen vielleicht doch merken, dass sie äh, eine engere Bindung zueinander haben oder empfinden, als das ursprünglich gedacht war. Ja, wobei wir eben heutzutage dieses Ideal haben, dass eine Liebe möglichst immer heiß sein muss. Das sehen wir ja zum Beispiel ja auch in den sozialen Medien, wie sich eben Menschen präsentieren mit ihrem Partner am Strand. Alles ist wunderbar und wunderschön. Also diese, dieser Beweis in der Beziehung, alles richtig zu machen. Ja, da haben wir dann auch wieder natürlich diese Fassadenarchitektur, die diesen sozialen Netzwerken entsprechend ähm, gelebt wird, dass äh, man eben auch immer natürlich nur die Lichtseiten der, des jeweiligen Phänomens äh, zur Schau stellt, anstatt auch mal die Schattenseiten für sich sprechen zu lassen. Und äh, umso spannender ist es natürlich, wenn dann in einer solchen Zeit Menschen sich auch nochmal noch dazu bereit erklären, auch diese Schattenseiten mal äh, mit dem Rest der Welt zu teilen. Da Kommen wir ja auch in einen Bereich, wo wir dann zum Beispiel über psychische Erkrankungen sprechen können und darüber, wie wichtig es ist, dass man beispielsweise auch als depressiver Mensch mal offen mit seiner Erkrankung umgeht und dass darin eigentlich der größere Mehrwert liegt, als wenn man nach außen hin eben versucht, diese perfekte Fassade zu wahren und permanent darunter leidet, dass man mit seiner Erkrankung, wie auch immer sie dann aussehen mag, alleine ist. Insofern ist ja die dunkelste Seite der Liebe die Trennung. Und das ist ja unser heutiges Thema. Genau. Also wir können feststellen, dass die Trennung etwas ist, das ja in seiner, wie könnte man sagen, Exklusivität vielleicht oder in, in, in seiner Intensität kaum zu überbieten ist. Also dieses Sich von einem Menschen lösen auf eine Art und Weise die nicht eben auch unbedingt kontrollierbar ist und der man ne, deren Zeuge man auch vielleicht wird, so dass man in so eine passivität rückt, das ist etwas was glaube ich viele Menschen beschäftigt oder was eben auch alle Menschen die sich mit Trennung konfrontiert sehen irgendwie erfahren es kommt zu dieser Punkt wo man vielleicht in der Beziehung merkt irgendwas stimmt nicht ne? und dann versucht man vielleicht erstmal dem entgegenzuwirken und idealerweise schafft man es vielleicht auch gemeinsam. Aber es gibt eben auch diese Situation, wo man merkt, hier ist der Punkt ohne Wiederkehr mhm. doch überschritten. Und auch wenn man das vielleicht noch nicht explizieren kann, wenn man noch nicht darüber sprechen kann oder so weiterhin so tut, dass äh, alles gut sei, dann steuert man irgendwie unweigerlich darauf zu und dann kommt dieser große Knall und dann ist es plötzlich da. Ja, ich meinte auch so diese dunkle Seite der Liebe, einfach in dem Sinne, dass... Im Verliebtsein, in der Liebe, das Positive unterstrichen wird und gezeigt wird, währenddessen in der Trennung, dann in der Verletzung, im, im Schmerz. Eigentlich nur noch Negatives meistens dann eben transportiert wird. Was ich persönlich ehrlich gesagt sehr schade finde, also diese Dämonisierung von PartnerInnen, die ist nachvollziehbar. Also man, man weiß, wo das herkommt, ne? denn wir alle wissen, was es bedeutet, emotional überrumpelt und äh, von einer Sache ergriffen zu sein. Wir kennen diese Impulse, die dann eben auch in uns hochkommen. Jeder Mensch kennt die. Aber es ist eben die Frage, wie man letztendlich damit umgeht. Also, ob man nicht doch vielleicht. Besser eine Nacht drüber schläft, bevor man dann zum Beispiel äh, den Meine Partnerin ist doof, äh, Status in den Äther hinausschießt, sag ich mal. Ja, es ist ähm, im schlimmsten Fall eine ganz schreckliche, narzisstische Verletzung, einfach die dann entsprechend ähm, da erfahren wird. Und darauf werden wir jetzt ja wahrscheinlich gleich eingehen, dass sich ungerecht behandelt gefühlt, fühlt, dass man sich ähm, nicht erkannt fühlt und so weiter und so fort. Ja, also man, wir haben ja auch einige spannende Zitate auch schon rausgesucht zu dem Thema. Unter anderem sagt ja auch Arthur Schnitzler, dieser österreichische Schriftsteller, der uns wunderbare Texte wie die Traumnovelle Leutnant Gustl oder Fräulein Else geschenkt hat der sagt ein abschied schmerzt immer auch wenn man sich schon lange darauf freut das wäre dann noch mal eine andere facette des sich trennens denn manchmal merkt man ja dass es vielleicht auch besser ist ähm, an dieser stelle ein, äh, eine bindung aufzulösen äh, so dass vielleicht schon auch das bewusstsein einer erleichterung damit einhergeht wenn dann eben diese trennung vollzogen werden kann aber im moment der trennung tut es weh das berühmte ende mit schrecken mm. So ist es. Ja, das wird damit ja angedeutet eben. Oder aber auch wie ähm, Hegel ja sagte, ähm, dass alle glücklichen Familien gleich sind, aber die unglücklichen Familien individuell. Ja. Das mhm. heißt eben so, die, da beginnt ja auch eben dann äh, diese Abspaltung von mir als Betrachter, indem ich den anderen erschrocken ansehe, in seinem Leid, in seiner Ungerechtigkeit und so weiter. Ja, vor allem, weil das ja dann auch ähm, nach außen hin diese Glätte wenn es funktioniert, die ja eben auch im Zuge unserer Digitalisierung äh, weiter nach außen getragen wird, zugreifbarer ist als äh, jemals zuvor und die, die, die wirkt wirklich einheitlich. Ne? Und das äh, kann natürlich auch etwas Erschreckendes an sich haben, aber die äh, Konflikte, die dann wiederum diejenigen mit sich ausmachen, die letztendlich dieser Norm dann nicht entsprechen, die wirken ganz und gar individuell, da kann man Hegel durchaus verstehen, ja. Ich habe ihn jetzt leider im Kontext nicht ausführlich gelesen, ich bin ja gerade mit Schopenhauer beschäftigt, insofern ist Hegel gerade nicht Phase, sondern eher nur so am Rande. Nichtsdestotrotz ähm, hat er ja viele klu kluge Sachen gesagt. Speziell zur, zur Beziehung, ja und auch hm. zur Ehe im Speziellen, was ich ganz gerne beim Kellnern, wenn ich das mal ansprechen darf, eben bei älteren Paaren, wenn es ums Zahlen geht, ich gerne diesen Satz von Hegel benutze, in der idealen Ehe herrscht der Mann und regiert die Frau. Das ist ja auch so eine althergebrachte Geschichte eben über die wir auch dann später noch stolpern werden. Ja, wir könnten jetzt natürlich dann auch noch mal über äh, Alte Herren und das Patriarchat sprechen, aber das schieben wir vielleicht noch mal auf, wenn wir dann zu Björk kommen. Zu Liebe ist ja auch grundsätzlich viel, viel geschrieben worden. Wir hatten uns im Vorfeld auch über Erich Fromm unterhalten, diesen deutschen äh, Psychoanalytiker, Sozialwissenschaftler, Philosophen. Er setzt sich so ein bisschen zwischen die Stühle. Der hat ein, ähm, ja man könnte sagen, Standardwerk zum Phänomen der Liebe geschrieben, das heißt die Kunst des Liebens, wo er eben auch versucht, die Liebe als eine Kunstform... Äh, zu etablieren und wo er versucht, sich eben aus verschiedenen Perspektiven diesem Phänomen zu nähern. Das ähm, Interessante bei ihm ist, dass er ja auch ein sehr konsumkritischer Mensch gewesen ist. Also wenn man sich Schrift Schriften wie haben oder sein anschaut, wo es darum geht, dass äh, in der westlichen Welt eben der Drang, besitzen zu wollen, sehr ausgeprägt ist, wohingegen das reine Sein oder sich erfreuen an einer Sache nur im Verweilen oder im äh, Anschauen eigentlich der ähm, gesündere Prozess ja. ist. Ne? Also da merkt man dann auch so gewisse buddhistische Einflüsse, die er auch gehabt hat, eindeutig. Ein sehr spannendes Buch. Ich glaube, es steht in den meisten Bücherregalen Deutschlands, aber es ist von den wenigsten wirklich mal ausführlich gelesen worden. Also ich habe durchaus auch einige Menschen kennengelernt, die es im Regal hatten und dann habe ich sie darauf angesprochen und dann hieß es, ja, habe ich mal geschenkt bekommen und noch nicht gelesen. Mhm. Aus heutiger Sicht, das hattest du angesprochen, ist er natürlich in ein paar Facetten und Aspekten auch problematisch. Magst du das ausführen? Ja, ich habe dann auch tatsächlich ähm, nach Jahrzehnten mich des Buches ähm, Kunst des Liebens an, angetan und auch gelesen und speziell natürlich seine Ansichten über homosexuelle Liebe äh, sind mir stark aufgestoßen, weil er da große Ressentiments entgegengebracht hat, speziell im Falle von äh, Wiedernatürlichkeit. Das fand ich schon etwas schockierend ja extrem gewöhnungsbedürftig und leider auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß also das kann man nicht schön reden diese Passagen die sind leider leider wirklich unangenehm also man stolpert drüber wenn man das heutzutage liest ähm, aber das ist ja ein Problem, was man auch bei vielen Philosophen hat. Also ganz egal, ob wir jetzt uns über Gegenwartsphilosophen oder Philosophinnen der Moderne unterhalten, wobei eher Philosophen als Philosophinnen, dass da eben häufig dann eben auch gewisse Ressentiments zum Ausdruck kommen, die einerseits den Zeitgeist widerspiegeln, bei denen man aber doch sich die Frage stellt, warum gerade diese reflektierten Menschen sie immer noch mit sich herumtragen. Also das hat man bei Schopenhauer auch im Hinblick auf fremde Kulturen und auch auf das Frauenbild. Bei Kant hat man das sehr ausdrücklich, wenn man sich seine anthropologischen Schriften anschaut. Das tut auch richtig weh, die zu lesen. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Gedanken aus der Kritik der Urteilskraft ein immer noch sehr wichtiges Fundament, wenn es um die Auseinandersetzung mit uns selbst geht und eben auch die wissenschaftliche Methodik, die bis heute ja eben auch in der Form weiter betrieben wird. Nein, da muss man dann halt einfach sagen, okay, wenn er jetzt äh, an der Stelle Frauen oder andere Völker ausklammert, dann müssen wir dieses Ausklammern tilgen und müssen sagen, das betrifft eigentlich alle Personengruppen. Dann funktioniert es wieder, denn ähm, ne, also nichtsdestotrotz sind ja auch beispielsweise in der Kunst des Liebens sehr, sehr viele spannende Gedanken, die sich da finden lassen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe es als ähm, Jugendlicher, so mit 15, 16, auf einem Flohmarkt gefunden, in so einer alten Bücherkiste, in so einer schönen... 50er, 60er, ich weiß nicht, von wann ist das Buch, 60er Jahre? Ich glaube ähm, ja, Anfang der 60er. Ja, und dann so 60er Jahre Ausgabe, also auch eine frühere Ausgabe, wo dann auch noch mit Bleistift irgendwie reingeschrieben wurde von jemandem, dem Vorbesitzer, der Vorbesitzerin, ich weiß es nicht. Und ähm, diese Ausgabe, die habe ich halt auch bis heute in meinem Bücherschrank. Und als ich es damals gelesen habe, da war es natürlich für mich eine, eine Offenbarung, also überhaupt ein ganzes Buch mal über Liebe zu lesen. In der Schule hat man über sowas nicht gesprochen. Äh, Im Philosophieunterricht, da wurden natürlich erstmal die ganzen äh, Basics vermittelt und ähm, das war dann eben so das erste Mal, dass ich mich auch so freiwillig mit Philosophie beschäftigt habe. Also dass ich gesagt habe, okay, alles klar, davon dem Buch habe ich mal gehört. Das mhm. geht, ich weiß nicht mehr woher, aber ich habe von davon gehört. Ich habe es auf diesem Flohmarkt gefunden, habe es in die Finger gekriegt und habe es auch regelrecht verschlungen in der Zeit dann. Bei mir war es ja eher so, dass wie im Queen Garf zeitungs ihm sagte, ja, alles, was ich weiß, weiß ich über Musik. Insofern waren für mich natürlich dann als hereinwachsender ähm, Popmusik ausschlaggebend. Und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, bin ich unglücklich, weil ich Popmusik höre? Oder ähm, hilft mir vielleicht die Popmusik mein Unglück eben zu überwinden? Ähm, insofern Songs wie Somebody to Love zum Beispiel von Queen, ne, das war ja auch so diese unerreichbare Liebe, die war natürlich in den 60er, 70er Jahren auch sehr stark verankert in der Popmusik. Auf jeden Fall. Also da können wir gerne auch gerade noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern was Songs äh, anbelangt, die und die wir mit dem Thema verbinden. Ich denke auch, dass es wichtig ist, äh, über Musik entsprechende Gefühle zu kanalisieren. Ich glaube also eher an letzteren Teil deiner Aussage, dass das hilft, solche Gefühle zu verarbeiten und dass man natürlich klar auch solche Gefühle damit verstärken kann. Dass aber diese ja, bewusste Verstärkung des Gefühls eigentlich einen reinigenden Prozess äh, nach sich zieht oder in irgendeiner Form auch heilend wirken kann. Bei mir waren es damals natürlich so mit 15, 16 die 9-inch Nails, bei denen äh, das für mich super mit denen das für mich super funktioniert hat, Stücke wie Something I Can Never Have, ja, oder La Mer auf the The Fragile, ähm, die haben mich immer massiv äh, nach unten gezogen, aber gleichzeitig mich mit auch einem sehr gereinigten äh, Gefühl Schrägstrich-Bewusstsein zurückgelassen. Ja, die Katharsis, ne? Genau, also da, da sagt dann Erich Fromm in der Kunst des Liebens, die Liebe sollte im Wesentlichen ein Akt des Willens, des Entschlusses sein, mein Leben völlig an das eines anderen Menschen zu binden. Und das ist ja auch das, was wir eben schon angesprochen haben, ne? Dass man heutzutage also diese Risikobereitschaft eigentlich gar nicht mehr so oft zu finden scheint, wenn es darum geht, dass Menschen Beziehungen miteinander eingehen. Ne? Das ist eine gemeinsame Reise ins Ungewisse, könnte man sagen. Ja, ich tue tu mich einfach schwer mit frommen. Mir liegt da Badiou bedeutend näher, obwohl er eigentlich ähm, sehr ähnlich sich ausdrückt, vielleicht etwas aktualisierter und auch weicher. Na, also Badiou spricht äh, sich ähnlich aus von wegen... Ähm, die Liebe als ein Akt des Entschlusses, eben wenn ich mit jemandem zusammenkomme und ähm, auf, eine, auf die Frage, ob er sich jemals von einem Menschen getrennt hat, hat er das beschämt bejaht, dass er mit 17, 18 Jahren mal mit einem Mädchen Schluss gemacht hat und das bis heute bereut. Ist ja auch äh, nochmal ein spannendes Phänomen, dass äh, natürlich auch die Frage der Seite, die man jeweils einnimmt, eine wichtige Rolle dabei spielt, wie man sich damit auseinandersetzt. Also, wenn ich verlasse, dann habe ich eine andere Rolle und eine andere, einen anderen Ansatz, als wenn ich verlassen werde. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was äh, ausschlaggebend ist dann für den weiteren Prozess, der da stattfindet. Also verlassen zu werden, das hat, glaube ich, meines Erachtens eher so dieses Gefühl, geht so mit diesem Gefühl des Ausgeliefertseins einher. Ähm, und jemanden. Zu verlassen, das geht einher mit dem Bewusstsein, jemanden verletzen zu müssen, was äh, we nicht weniger unangenehm ist. Ja, wobei gerade in der Popmusik wiederum ja eben ähm, das verlassen werden so als, als verlieren im Sinne von wegen loser oftmals ja auch gleichgestellt wird. Ich, ich erinnere mich da mal an ABBA, The Winner Takes It All, ist so eine Nummer eben von wegen, ja, ich wurde verlassen eben, so und der andere geht mit dem Gewinn weg, ne? als ob derjenige, der die Beziehung beendet, die Ernte einfahren würde was ja blödsinn ist, weil letztendlich, wenn es zu einer Trennung kommt, es ja gute Gründe für diese Trennung gibt. In der Regel mag das ein Ungleichgewicht sein, im Ideal, also ne, oder in den vielen, in vielen Fällen mag es ein Ungleichgewicht sein, aber in einzelnen Fällen mag es vielleicht auch tatsächlich sowas wie eine gemeinschaftliche Entscheidung sein, weil beide Seiten eben auch anerkennen, dass das Gemeinsame vielleicht nicht unter dieser Prämisse weiter fortgeführt werden kann. Hm. Und ich glaube dann funktioniert das nochmal ganz anders. Ne? Also ich glaube, beide Alben, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen oder über die wir heute sprechen wollen, die werden, glaube ich, eher dieses Einseitige vermitteln. Und, und vielleicht schon auch, ja. Da stellt sich ja die Frage, kann es ein gerechtes Trennungsalbum geben? Boah, das ist echt eine gute Frage. Mir würde auch so auf Anhieb tatsächlich keins einfallen, obwohl es ja wirklich eine Menge, Menge Trennungsalbum, Alben äh, oder äh, Songs gibt. Die beiden, über die wir heute sprechen, die sind definitiv nicht in dem Sinne gerecht. Hm. Und das ist vielleicht auch ganz gut, um jetzt den Übergang zu Marvin Gaye mal zu machen, ja. auf den du dich heute in erster Linie vorbereitet hast. Ich habe also im Vorfeld das Album noch nicht gekannt, habe es jetzt natürlich im Zuge meiner Vorbereitung einige Male gehört, ich freue mich jetzt darauf, mit dir darüber zu sprechen und bin wie immer natürlich sehr neugierig auf dein lexikalisches, ausgeprägtes Wissen zu der Sache. Ja, also Marvin Gaye, 60er Jahre, Soul-Superstar bei Motown, der ein Hit nach dem anderen auch in einen... In einer Duettform ihm gebracht hat. Das fällt mir leider nicht der, der Name seiner Gesangspartnerin in den 60er Jahren ein, aber die Hit um Hit damals ihm abgeliefert haben. Und der große Verdienst Marvin Gaye war ja ich damals an Anfang der 70er Jahre, dass er ähm, schockiert über den Tod seines Bruders, der in Vietnam ihm gekämpft hat, ein Album erzwang geradezu bei Motown äh, namens uh, What's Going On. Das ist ähm, so eine Art heiliger Kral in der Soul-Geschichte, weil da zum ersten Mal, nicht, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in der größeren Öffentlichkeit Soul als ähm, Transportmittel für Inhalte benutzt wurde. Also jetzt nicht mehr nur irgendwie, ah, Liebe ist so toll, oh, ich bin so traurig, dass ich verlassen wurde, sondern er eigentlich auf diesem Album sehr stark in einen fiktiven Dialog mit seinem Vater tritt, mit dem er sich immer gerieben hatte. Sein Vater war Prediger, sehr christlich währenddessen, eben Marvin Gaye, Pop-Business-mäßig eben viel unterwegs war, viel drogen, viel Kokain, viele Frauen und das war wiederum eben auch dann der Stolperstein seiner Beziehung. Also er war ja verheiratet und ähm, seine Frau hat dann Mitte der 70er Jahre die Scheidung eingereicht und es ging dann hin und her von wegen ähm, Alimentzahlungen und ähm, vor Gericht wurde dann erzwungen, dass 50 Prozent der Einnahmen des nächsten Albums an seine Frau gehen soll als Alimente. Das war so also die Grundlage von diesem Album, das dann eben Here, My Dear lautete und... Ähm der erste Plan von Marvin Gaye war es, ähm, ein Album dahin zu schludern, eigentlich eher, ne? keine große Anstrengung. Was soll ich mich groß anstrengen, wenn jetzt auch noch meine Ex-Frau 50 Prozent davon bekommen soll? Aber nein, er hat sich dann doch anders entschieden und sich regelrecht in sein Studio eingegraben, um Songs auf eine Art und Weise aufzunehmen, wie heutzutage kaum noch vorstellbar ist. Also. Er ging leer hinein und hat eben ähm, gechamt, kann man eigentlich sagen. Also Melodien entwickelt, das Ganze eben noch ohne Text. So nach vier, fünf Durchgängen hat sich ein langsamen Text eben entwickelt. Vielleicht eine sehr interessante Herangehensweise, doch dann als Unbewusste unterm Strich eben äh, dann sprechen zu lassen, weil hier, my dear, tatsächlich eine regelrechte Abrechnung wurde. Ja, es ist ja spannend, wenn man dann also mit einem bestimmten Vorsatz auch ins Studio geht und gleichzeitig merkt, dass man äh, dem auch nur noch bedingt folgt, weil sich aus der Dynamik, die daraus folgt, eben etwas ganz anderes ergibt. Ne? Also, ähm, so, äh, in, in, sich ins Studio einzuschließen, das macht ja dann auch etwas mit einem, sich so intensiv mit einem solchen Sachverhalt auseinanderzusetzen, sich mit sich selber konfrontiert zu sehen. Das erfordert natürlich auch sicherlich einiges an Einsicht, äh, Ehrlichkeit und, ähm, ja, Lernbereitschaft auf der einen Seite und auf der anderen seite eben auch natürlich ein ähm, ja, fixpunkte ne? Damit es eben nicht ausufert. Und, und dann hat es sicherlich eben auch dieses Kathartische, dieses Reinigende, ähm, wenn man es schafft, das durchzuziehen. Ich denke, da spielt es dann fast auch schon keine Rolle mehr, ob das Produkt in irgendeiner Art und Weise vorzeigbar ist oder hörbar ist, mhm. sondern da geht es dann einfach darum, dass man das macht. Ne? Also, so wie jemand äh, auch sich auf ein, auf ein Feld stellt und laut schreit, um vielleicht seinem Frust irgendwie ein wenig Luft zu verschaffen, so macht man das dann eben in der Musik auf diese Art und Weise. Ja, sich auszudrücken. Ne? Also dem Schrecken, dem Leid. Eine Form zu geben, wie auch immer. In dem Fall war es eben so, dass Marvin Gaye. Das Album aufgenommen hatte und sich dann aber auch zuerst lange gescheut hat, lange, also monatelang das vor sich hergeschoben hat, die Veröffentlichung, weil es ihm dann doch ein bisschen zu heiß wurde, aber doch vielleicht eben zu plapperig eben drauf war, weil ähm, trotz aller Aufrichtigkeiten Ehrlichkeit wissen wir ja auch, dass ähm, bei so einer starken narzisstischen Verletzung ähm, Ehrlichkeit nicht viel hilft. Ne? Also Ehrlichkeit nicht Objektivität eben dann. Ähm, Unbedingt ähm, als Wirkung dann eben hat. Und interessant an diesem Album, auch an dieser Beziehung ist, ähm, ich denke, man kann das schon als relativ typisch bezeichnen für jene Zeit. Ähm, die Frau, die Verlassene, kam ja nicht zu Wort. Ne? Also es ist eigentlich eben ein Monolog, also eine Auseinandersetzung von Marvin Gaye, was die ganze Beziehung anging und entsprechend äh, die Stücke auch gestaltet sind. Also, ja, umso besser, dass wir dann heute mit Björk natürlich eben auch noch eine weibliche Perspektive dem äh, gegenüberstellen können. ja. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir eben dann auch und Murphy eben fallen ließen, um diese Polarität eben da aufzubringen. Ne? Also hier sind wir jetzt eben, 77 kam das Album, nee, 78 kam das Album raus, war kein großer Hit, also, war also nicht äh, das große Geschäft für die Ex-Frau, obwohl ich denke, Marvin G. hätte jetzt wahrscheinlich nichts gehabt, dagegen gehabt, wenn das Album erfolgreich wäre. Das Album wuchs erst mit der Zeit, also wurde erst äh, im Laufe der Jahre akzeptiert von Kritikern und Fans. Ich finde es halt sehr, sehr spannend, dass, also obwohl es originär offensichtlich um diese Abrechnung mit der Frau ging, tatsächlich viele der Texte auch eine aufrichtige Liebe darzustellen scheinen und eben auch sehr, sehr ehrlich über diesen Prozess des Kennenlernens und des Miteinanders sprechen. Also auf der einen Seite haben wir diese Ansage auch schon im Titel mit Here, My Dear und der, das Album beginnt ja dann auch schon mit einer Ausführung dieser Ansage. Da heißt es dann, i guess i'd have to say this album is dedicated to you although perhaps you may not be happy this is what you want so i've conceded i hope it makes you happy there's a lot of truth in it babe sagt er das damit eröffnet er das album und das finde ich ist auch schon spannend dass man also wirklich derart konkret direkt zu beginnen wird bzw. er so konkret wird ja er versucht es ja auch chronologisch also das ist auf verschiedenen ebenen interessant weil ähm, nicht nur eben die Beziehung chronologisch aufgeführt wird, sondern eben auch durch die Musik gespiegelt wird. Die ersten Stücke sind eher so Do-Wop-mäßig angelegt, also wahrscheinlich Musik, die zu jener Zeit eben auch in war, als sie sich kennenlernten. Aber auch gerade bei dem Stück I Met a Little Girl, das äh, ja zu Anfang ja ziemlich ähm, großen Punkt setzt eben, ne? also ist dieses Anrüchige des Machismus einfach hat. Ne? Also der, er, der erwachsene Mann, der das kleine Mädchen trifft. Also es, es ist alles etwas unangenehm, ne? weil das äh, junge Mädchen ihn dann eben einlädt zu, zu sich nach Hause und sie haben Sex und es war so süß. Und insofern finde ich auch dieses äh, Babe, das er da benutzt, ähm, das äh, gibt einem den Eindruck, als wäre sie sein Geschöpf irgendwo auch. Ne? Also was wäre denn dieses kleine Mädchen ohne ihn? Also so eine Verniedlichungsform, die dann eben tatsächlich auch vielleicht diesen Besitzanspruch. Äh, narzisstische. Äh, äh, ich ich höre da schon eine narzisstische Verletzung raus. Wie mhm. konnte sie es wagen, mich zu verlassen? Ja, tatsächlich wird ja auch in diesem ersten Song dann auch noch gesagt: You don't have the right to use the son of mine to keep me in line. One thing I can't do without is the boy whom God gave to both of us. Also, immerhin spricht er von both of us, das finde ich ist durchaus äh, erwähnenswert, aber man merkt natürlich auch innerhalb des ersten Songs schon, weil du gerade spra davon sprachst, dass er diese Beziehung mehr oder weniger chronologisch äh, erzählt, äh, merkt man ja hier trotzdem auch schon den, den Vorwurf, beziehungsweise sowas wie eine Furcht. Ne? Also, nimm mir bloß nicht mein Kind weg, beziehungsweise immerhin sagt er unser Kind. Wobei du jetzt und das Schlagen hast, eben, woran ich mich eigentlich so, so störe, ist eben, Gott gave us. Ne? Also, diese Verweis auf eine höhere Instanz, eben, ich finde das gruselig. Also, das ist so, so ein Ding auch, wo mir sich die Nackenhaare hochstellen, eben. Ne? Wie konntest du nur irgendwie mir meinen Sohn rauben? Werden wir ja später dann nochmal etwas ähnlich eben haben. Es ist leider so, dass ähm, bei erwachsenen Menschen, wenn die sich trennen und es sind Kinder da, Kinder oftmals eben dann. Ähm, Wichtige Schachfiguren auf diesem Schachbrett der Auseinandersetzung eben sind. Oh ja, Kinder sind oft leider, leider tatsächlich die Leidtragenden ähm, in solchen äh, Trennungssituationen, gerade wenn es eben auch um äh, das Auflösen fester Familienstrukturen geht. Ähm, und das werden wir bei Björk natürlich auch nochmal äh, entsprechend ähm, also sehen, beziehungsweise merken, dass das auch ein Problem ist. Ähm, interessant, dass du dich an diesem Gott so, so aufhängst. Ich da, denke doch, dass, also ich bin jetzt kein Experte für Funk und, und Soul, aber ich denke, dass es ja bedingt durch seine Nähe zum Gospel auch nachvollziehbar ist, warum derartige. Motive verwendet werden oder warum das vielleicht auch Ausdruck eines aufrichtigen Glaubens ist? Das kann natürlich Ausdruck eines äh, aufrichtigen Glaubens sein. Ähm, mein Eindruck durch jahrzehntelange Popmusik hören ist aber, dass oftmals ähm, dieser Verweis zu Gott ähm, in Amerika doch ganz gerne eben auch missbraucht wird. Ne? Sie, Johnny Cash, tut mir leid, wenn ich den jetzt da anbringen muss, hatten wir das letzte Mal eben. Ähm, Beziehungsweise wollten wir das letzte Mal. Wollten wir eigentlich, ja. ja ich habe mich schon gefreut, weil das wäre ein Schlachtfest für mich geworden einfach. Ähm, es wirkt für mich so wie Gott einfach, ne? Besonders wenn man dann noch das Schicksal von Marvin Gaye, das weitere, den weiteren Verlauf eben sieht. Ähm, seine Karriere hat ja einen themischen ähm, Bruch gehabt. Er hat dann tatsächlich dann nochmal ähm, einen Comeback-Versuch gemacht, der auch ganz gut funktionierte. Wir erinnern uns alle an Sexual Healing, natürlich die Nummer. Aber wie obertraurig, dass er durch die Hand seines eigenen Vaters, sprich einen Priester, dann gestorben ist. Also sein Vater hat ihn erschossen in äh, eine Auseinandersetzung, wie es mal wieder mal um seinen Kokainmissbrauch eben ging. So, ne? Und ähm, spätestens das zeigt eben an. Also, ähm, inwiefern tatsächlich ähm, glaube ein Garant dafür ist, dass bessere Menschen daraus werden. Das wollte ich damit auch nicht zum Ausdruck bringen. Da bin ich ganz bei dir. Also, ich glaube tatsächlich, dass natürlich auch eine zu intensive Auseinandersetzung mit institutionalisierter Religion ein äh, Riesenproblem darstellen kann. Ich denke aber auch, dass es sehr, sehr nachvollziehbar ist, warum Menschen glauben und äh, vielleicht gerade auch in solchen äh, Lebenslagen sich vielleicht auch nach einer höheren Macht zu sehnen scheinen oder sich oder diese eben auch anrufen. Ja, aber äh, trotz alledem, die man hier nochmal zwischengrätschen darf, wir haben die 70er Jahre. Wenn wir jetzt mal so nochmal zurückkommen, Blicken. 70er Jahre, das Jahrzehnt eigentlich, in dem ähm, Emanzipation, Feminismus sehr stark war. Es gab damals, ähm, damals war zum Beispiel Abtreiben ja noch ein Straftatbestand, in, auch in Deutschland. Und äh, der Stern, der damals tatsächlich noch ein wichtiges Blatt war, was man heutzutage ja gar nicht mehr sich vorstellen kann, hatte damals Aktionen und Titelbilder mit Frauen, die sich outeten mit äh, Ich habe abgetrieben. Und da war eben der. Slogan, mein Bauch gehört mir. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis eben zu Marvin Gayes Aussage, God gave us this Son. Das ist halt eben, da gibt es keine Diskussion, ne? höhere Distanz hat uns eben, oder Instanz hat uns dieses Kind geschenkt und somit ist es auch meins. Das höre ich eben heraus. Also auch diese Rückwärtsgewandtheit, also dem Zeitgeist nicht entsprechend eine solche Perspektive einzunehmen. Verstehe ich das richtig? Ja, es, ähm, ich finde, das Album sprüht vor Machismo. Ja, da können wir ja tatsächlich auch dann in den nächsten Song, den du bereits angesprochen hast, nochmal reinschauen. I met a little girl heißt der, das, äh, diese Diminutivform, Form, also little girl, dieses Verniedlichende, das ähm, hast du ja gerade schon erläutert. Ich fand es eigentlich sehr schön, dass er an einer Stelle eben auch singt, I knew right then and there, this is where I wanted to be. Das ist ja wiederum auch etwas sehr Aufrichtiges. Ich finde, da ähm, kommt auch wirklich sowas ähm, ganz Natürliches und, und Aufrichtiges zum Ausdruck. Dass wir alle eben auch kennen aus Momenten des frisch verliebtseins oder des ersten Kennenlernens und der ersten Annäherung, ich möchte jetzt nur hier und nirgendwo anders sein. Und ich möchte jetzt nur mit dieser Person hier sein. Das ist ein sehr schönes Bild und das ist so universell. Und dementsprechend auch ganz, ganz losgelöst von diesem Jahrzehnt oder von, von dieser Beziehung per se. Das hat mich, das ist bei mir irgendwie hängen geblieben, als ich den Song gehört habe. Und dann auch solche Sachen wie I had this feeling that our love would last, singt er dann. Und das ist ja auch etwas, was sich die meisten, die sich in eine Beziehung. Begeben eigentlich wünschen, ne? dass das, was sie da gerade haben, in irgendeiner Art und Weise anhält und niemals vorbeigeht, weil das Frischverliebtsein ist natürlich so toll, alles ist neu, alles ist geil, man äh, tut so vieles zum ersten Mal miteinander und lernt sich kennen und diese Neugierde, die gibt einem so richtig viel Energie und treibt einen so unfassbar an, sodass man ja oft leider auch dann in seinem Frischverliebtsein ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ne? Natürlich, ja. Also, das ist ja auch das, äh, der Grund, warum wir alle so gern verliebt sind. Ähm, dieses Anschwellen von Kräften. Ne? Selbst chi hat da vor kurzem ja gesagt: Ich liebe diesen Zustand des Verliebtseins, in ne? ähm, dem wir selbst im Trümmern noch ähm, Blumen dann entdecken und uns darüber freuen können. Ganz im groben Gegensatz, äh, wie gesagt, eben zum Trennungsgefühl. Diese dunkle Seite ähm, der Liebe und ähm, ja also du hast ja schon recht ähm, es hat etwas früher, um das er das beschreibt, ähm, dass er da jetzt in dem Ort ist, wo er immer sein wollte. Aber ähm, es ist natürlich auch ganz stark eben auch mit dem Sex verknüpft, ne? auch in dieser Aussage. Also der Sex war schön mit ihr und ja, ist natürlich eine super Grundlage für eine Beziehung so, ne? Aber es trotz alledem diese diese Unterstreichung Little Girl zeigt ja, er schien ja ein paar Jahre älter gewesen zu sein als äh, sie und das deutet eben auf, auf starkes Ungleichgewicht auch. Ja, wobei ähm, natürlich dann auch noch gesagt wird, once you really loved me, once I really loved you und eben auch im Hinblick auf die eben zitierte Stelle, dann sagt er and it seemed everything I did seemed to please you. All the heartaches you hid. Also du hast all deinen Herzschmerz oder all das, was dir nicht passte, quasi vor mir verborgen. Das könnte man als Vorwurf lesen. Aber man könnte ja auch das eigentlich als eine vollkommen natürliche Sache innerhalb einer Beziehung ansehen, beziehungsweise natürlich vielleicht nicht, aber es ist etwas, was es häufig gibt, dass man natürlich in dieser Phase des frisch Verliebtseins, also grundsätzlich auch alle Ecken und Kanten erstmal ausblendet. Das ist eben auch ein Phänomen, auf das Björk später nochmal, bei, dass wir bei Björk nochmal zu sprechen kommen werden. Da gibt es nämlich auch eine entsprechende Stelle in einem Song, bei dem darauf hingewiesen wird, dass es eben vom Einfachen ins Komplexe übergeht und in dem Moment, wo es komplex wird, Droht es eben in sich zusammenzubrechen, dieses ja. ganze Konstrukt. Aber diese, diese Frage, When did you stop loving me? When did you stop loving you? Das ist der nächste Track, der ja tatsächlich noch ein zweites Mal ganz am Ende auch nochmal vorkommt. Also ist ja diese. Kernfrage. Das ist ein Zusammenhang eben von wegen, warum hast du deine Gefühle gegenüber mir verborgen? Auf mich macht das ein bisschen den Eindruck, eben so ähm, der Fehlersuche in Anführungszeichen. Ne? Also ähm, sich selbst auch reinzuwaschen. Ne? Also hättest du das damals anders gemacht, dann wären wir jetzt noch zusammen. Das ist ja das, was da eben ausgesprochen wird. Wobei es ja auch eine Frage ist, die wir alle kennen, wenn wir solche Situationen erleben. Also, when did you stop loving me? When did I stop loving you? Das sind ja Fragen, die müssen ja auch im Zuge einer Trennung beantwortet werden. Und ähm, ja, vielleicht kommt man ja nicht. Ja, ich finde schon, und vielleicht kommt man ja auch zu dem Schluss, dass man ähm, gar nicht aufgehört hat, einander zu lieben. Also, das, das wäre so die, die schönste äh, Vorstellung eigentlich, dass die Liebe eine Art Metamorphose durchlaufen hat, dass man eben jetzt äh, verzichtet, vielleicht auf dieses äh, Beziehungskonstrukt, aber man merkt, dass man diesen Menschen. Immer noch ja auf eine aufrichtige Art und Weise eigentlich zu lieben scheint. Also, ich ähm, vielleicht ist es eine Selbstlüge, aber zumindest glaube ich, ist eine gute Selbstlüge. Ich sagte mir immer oder ich sage mir immer noch, dass jenes, was ich an einer Frau geliebt habe, das werde ich immer weiter lieben. Es geht ja doch eher um die Abgründe, die sich so nach und nach dem auftun, sowohl bei ihr wie auch bei mir. Ja, genau, also das ist halt das Ding. Also ne, im Endeffekt kommen immer noch weitere Faktoren hinzu oder andere Faktoren verändern sich, aber der Kern der Sache, also das, was eigentlich die Liebe ausmacht, das bleibt ja erhalten. Man trägt immer noch ein Stück des Partners oder der Partnerin eben äh, mit sich herum und ähm, kann, glaube ich, auf diese Art und Weise auch einen sehr gesunden Umgang finden mit diesen Phänomenen. Ne? Wenn man also weiß, dass es jenseits dieses Besitzenwollens immer noch sowas wie einander lieben gibt, ohne dass man eben das dann mit einem entsprechenden... Code versieht. Ja. Ich würde mal behaupten, dass es erwachsen Leider gibt es tatsächlich ja auch die Form, dass ähm, eine totale Dämonisierung des Ex-Partners oder Partnerinnen eben stattfindet. Dass äh, man wurde betrogen, in das Licht geführt und so weiter und so fort. Sicherlich ist es manchmal auch wichtig, diesen Dingen äh, Luft zu machen, denn äh, grundsätzlich äh, muss man sich ja auch nicht alles gefallen lassen. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die äh, müssen auch irgendwie thematisiert werden oder können vielleicht auch auf eine produktive Art und Weise thematisiert werden, um dann wiederum auch anderen Menschen vielleicht dabei zu helfen, mit solchen Phänomenen klarzukommen. Hm. Also, wenn man jetzt über Phänomene wie Gaslighting oder sowas singen würde ne, oder versucht das musikalisch zu verarbeiten, dann ähm, ist das ja sicherlich natürlich ein Austeilen in Richtung einer Ex-Partnerin oder eines Ex-Partners, aber auf der anderen Seite vielleicht auch etwas, was denjenigen, die sich selber davon betroffen sehen, dass ein Partner oder eine Partnerin sowas mit ihnen macht, ähm, auch Hoffnung geben kann, ne? weil das dann auch wiederum diesen, diese Botschaft sendet, damit bist du nicht alleine ne? und es gibt im Endeffekt Möglichkeiten, damit umzugehen und es ist vollkommen in Ordnung, da wütend zu sein oder in irgendeiner Art und Weise sich dagegen aufzulehnen. Ja, wobei, ich schätze ja Popmusik deshalb so sehr, dass es, weil es wie eine eben funktioniert. In den 70er Jahren hatten wir einen Umbruch, im 60er Jahren ging es schon los eben, sexuelle Revolution, die anti man macht sich ja heute überhaupt keinen Kopf. Was für, eine, was für ein Einschnitt das im Liebesleben der Menschen damals war. Vor Aids, muss man auch nochmal betonen, ne? also nach der Pille vor Aids, ähm, da gärte es geradezu eigentlich ähm, den jungen Gesellschaften und trotzdem eben so dieser Machismo, der von den älteren Generationen, speziell von den Männern eben weitergegeben wurde, wurde kräftig eigentlich äh, auch in der Popmusik noch weitergelebt. Also da gab es ja auch eben dieses Bild der Evil Woman, ne? also der bösen Frau, ähm, die mich mit Sex verführt hat und mich dann irgendwie... Ähm, Geschende zurücklässt. Ne? Also so dieses Opferding, das, was man auch, wie ich finde, hier gerade bei dieser Platte eben auch so raushört, ein Stück weit eben so sich als Opfer zu gerieren daneben. Oder eben, also auch dieses Evil Woman oder, oder Femme Fatale oder wie auch immer man es nennen möchte, das hat ja auch bis heute immer noch Bestand, auch im popkulturellen Kontext. Also ich musste jetzt gerade, als du das erläutert hast, an die Band Danko Jones denken. Ähm, die bin ich, auf die bin ich aufmerksam geworden damals, äh, ja, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ähm, deren Alben und Songs drehen sich eigentlich nur äh, um das Phänomen des äh, Sexes aus der Sicht des ja, also absoluten macho -Machen. Ist, ja, und das ist vor allem auch äh, derart ermüdend, dass man nach zwei Songs das Gefühl hat, man hat thematisch eigentlich alles gehört und es ist vor allem auch aus heutiger Perspektive, wo man ja auch ein bisschen sensibler für diese Dinge ist, derart sexistisch und äh, misogyn, dass ich mir sowas auch nicht mehr anhören kann. Also damals war das so. Wir haben in der Schulklasse, als das irgendwie die Runde gemacht hat, so in der Rockklicke, da, da hieß es dann irgendwie, das ist so dicke Eierrock. Ne? Also nicht in dem Sinne wie jetzt Strumpfhosenmetal oder sowas, ne? Aber ähm, so diese Blues-Elemente gekoppelt mit diesen Hardrock-Elementen, das hatte schon richtig Drive und das war auch schon richtig energetisch, aber wenn man dann mal irgendwie so ein bisschen bewusster auf die Texte achtet, dann stellt man doch relativ schnell fest, dass man darum eigentlich einen äh, großen Bogen machen sollte, ja. Aber wir kommen natürlich jetzt auch sehr schön hier zum äh, nächsten Song auf der Platte, nach allem, was wir jetzt angesprochen haben. Nämlich Anger. Ja, also ähm, Marvin Gaye singt hier eben auch: Anger can make you old. Yes, it can. Ne? Also, ähm, das ähm, kommt jetzt meines Erachtens ein bisschen gut klugscheißerisch daher, <laughs> eigentlich so, ne? weil es ja so m, vermittelt, von wegen, ähm, sie hat sich eben immer geärgert. Er hat doch ein ganz cooles Leben eben geführt. Eben, Warum hat sie sich denn geärgert? Und. Ähm, für mich ist es gar, so, gar nicht so einfach, darüber zu sprechen, weil ich eben selbst eben festgestellt habe, wie in mir jetzt eben, ähm, wie ich eben mit Ärger umgehe, nämlich indem ich sie unterdrücke und äh, dann aber im Prinzip einen ähm, Dämonen eingesperrt habe, der trotzdem eben wütet und irgendwie gerne noch mal nach oben kommen möchte insofern äh, dieses ähm, entspann dich doch mal sei doch mal ruhig eben so ne da gibt's in dem äh, neuen Steve, in dieser neuen Stephen King Verfilmung Dr. Sleep ich weiß nicht ob du sie schon Nein. gesehen hast ähm, da geht es ja um den ähm Jungen aus The Shining, der erwachsen geworden ist und ähm, der natürlich eben auch schwer traumatisiert ist durch die Erfahrung, die er als Kind gemacht hat. Da gibt es eben auch diese Momente, wo er ähm, seine inneren Dämonen in so ein Kästchen in seinem Kopf wegschließt und die muss er dann an einer Stelle im Film auch wieder loslassen, beziehungsweise diese Box droht auch wieder aufzuspringen. Das ist ganz, also bildlich ganz schön in Szene gesetzt ähm, und ähm, war ein doch erstaunlich unterhaltsamer Stephen King-Film an der Stelle als kleiner Exkurs. Es gibt ja übrigens ja auch eine Comics-Figur, die da sehr das ist der Hulk, ne? der also ähm, irgendwann seinen, seine Wut und Aggression nicht mehr im Griff hat und dann zu einem anderen Wesen wird. Ne? Da ist auch so eine Abspaltung eben damit mit drin, die ganz interessant ist. Aber vielleicht zurück zur Platte eben. Ähm, Anger ist eben dann so ähm, diese Stufe, in, eigentlich auch eine Abrechnung. Wie schon angesprochen. Ja, oder ist es eine Vor Einsicht? Also das ist, das ist das, was ich mich frage, weil ähm, Anger can make you old, yes it can, I said Anger can make you sick children, oh Jesus, Anger destroys your soul, Rage, there's no room for Rage in there. Ähm, ist das ein, eine Ansage an seine Frau? Das weißt du jetzt wahrscheinlich auch aus musikhistorischer Sicht besser als ich. Oder ist es tatsächlich der Punkt in der, an der, in der Platte, an dem er versteht, dass diese ganze Wut auch seinerseits eigentlich nichts bringt? Es macht auf mich den Eindruck, eben, dass er als, ähm, als Mann eben auch argumentiert, ne? also als Machismo auch. Marvin Gaye war ein erfolgreicher Sänger, hat seine Touren gemacht, die Frauen lagen ihm zu Füßen und er packte einfach zu, ne? Oder ließ sich verführen, weil er so schwach eben ist, äh, sein Kokainmissbrauch und so weiter und so fort. Ähm, ohne dass ich es recherchiert hätte. Ich gehe mal davon aus, dass er ihr nicht dieselbe Freiheit zugestanden hätte. Wahrscheinlich nicht. Andererseits ist es ja gerade dann auch in einer solchen Lebenssituation, wenn jemand tatsächlich gefühlt ähm, all seine Groupies einfach schnappen kann, doch auch eine Form der besonderen Auszeichnung, sich ausdrücklich für eine Person entschieden zu haben. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass das eine gewisse Bereitschaft und Offenheit erfordert. Also vielleicht ähm, kommt da ja doch auch äh, Ihre Besonderheit zum Ausdruck. Oder sie ist eben das Backup. Ne? Das Weibchen, das zu Hause wartet, wenn ihm der erschöpfte Musiker nach Hause kommt kommt nach einer anstrengenden Tour und sich jetzt mal ausruhen muss ne? und dann möglichst aber auch ähm, mit den häuslichen Problemen nicht in Berührung kommen will, weil er ja entsprechend der klassische Versorger der Familie ist. Also, die klassische Frau, die dem Mann dabei helfen soll, die ihn unterstützt, ähm, in, entsprechend sein Talent zu befördern. Das ist ja leider eine Geschichte, die wir auch in der Menschheit immer wieder gesehen haben. Wie viele geniale Frauen wurden deshalb auch an ihren möglichen Talenten gehindert oder eben auch an ihren Bedürfnissen, vielleicht mal kreativ, äh, schöpferisch tätig zu sein in der Hinsicht? Ne? Also, ähm, das mag sein. Das wäre sicherlich die denkbar unangenehmste Lesart. Ich glaube auch die naheliegende. Also, ich. Das ergibt sich aus dem Kontext. Ne? Wenn ich da ähm, bei der ersten Begegnung von den kleinen, süßen Mädchen da eben spreche, dann macht es auf mich den Eindruck, dass er ähm, von oben herab natürlich nicht auf Augenhöhe. Ähm, sie kommen zusammen, sie heiraten, äh, sie haben ein Kind und ähm, tut mir leid, aber ich kann da eigentlich keine andere Lesart eben ähm, daraus entwickeln, als diese doch leider eher öde, gemeine Variante. Mhm. Dann kommen wir doch mal äh, auch äh, zum... Zum nächsten Song würde ich sagen. Der heißt "Is That Enough". Über also übrigens sind auch diese Fragen etwas, was mir aufgefallen ist beim Hören. Ich habe mehrfach gemerkt, dass diese Songs eben voll sind von solchen Fragen. "When did you stop loving me? When did I stop loving you? Uh, is that enough?" Ähm, diese Fragen wiederum, die waren für mich das Spannende, als ich das Album gehört habe, aufgrund der Tatsache, dass ich sie für mich beantworten wollte. Ja, also ich, ich bin dann eben auch meine eigenen Erfahrungen in dieser Hinsicht mal durchgegangen und, und habe versucht, dann diese Fragen mal ehrlich für mich zu Beantworten. Und da fand ich, war, lag auch die große Stärke des Albums, denn da trifft es eben auch einen allgemeinen Nerv. Mhm. Ich glaube, da, können wir, da, da geht es dann auch weg von diesem Macho-Ding äh, und von diesem sexistischen äh, Rollenmodell, äh, und da können wir dann wirklich auch über Dinge sprechen, die vielleicht auch allgemeingültig sind, mhm. unabhängig von eben dieser Zeit. Ja, in Is Werd Enough äh, kommt da tatsächlich ja auch äh, so eine Art Selbstabrechnung ja auch eben vor, indem man halt eben dann auch hinterfragt, eben, ähm, er ist ein Getriebener, er wollte immer mehr haben, er hatte Bock auf diesen funky Stuff, ne? also funky, ähm, man sollte sich immer daran erinnern, äh, funk used to be a bad word. Ne? Also, wenn wir heute so mit oh, funky, funky eben um uns werfen, zuerst mal ähm, war dieser Begriff eine, eine Aneignung der Schwarzen, weil Weise ähm, oftmals von diesen funky Geruchssprachen, den angeblicherweise schwarze Menschen so ausdünsten und der dann eben ähm Angeeignet wurde, ähm, Selbstermächtigungstaktik eigentlich der äh, schwarzen Musiker, der schwarzen äh, Menschen und somit eben dann das Ganze umgedreht wurde. Ähm, ähm, Am I funky enough for you? Ebenso. Ne? Also das Ganze dann schon als äh, Waffe eben eingesetzt wurde. Also funky ist aber alles im allem schon eben auch. Ähm, Synonym in dem Zusammenhang für ein ja, für eher dunklere Seiten, wie gesagt, eben Sex und Drogen. Ich musste jetzt gerade bei der Aussage zu dem speziellen Geruch auch an eine Szene aus oder mehrere Szenen aus dem aktuellen Film Parasite denken, den wir ja tatsächlich auch zusammen gesehen haben, wo ja eben auch von dieser reichen Familie mehrfach über den Geruch des Prekariats gesprochen wird, den die Familie ja auch nicht ablegen kann. Also der Stallgeruch. Wir haben das ja auch äh, selbst bei uns äh, und zum Sprachgebrauch, dass ja in der Politik eben dann vom Stahlgeruch eben gesprochen wird. Ähm, also ob jemand eben so tatsächlich oder eben von der Straße kommt oder was auch immer eben, ähm, ähm, wobei ja natürlich auch, natürlich, eben Geruch ähm, die am frühesten entwickelte ähm, Gehirnregionen in ihm auch sind. Also man, könnte, man spricht ja auch vom Exenhirn in dem Zusammenhang. Ne? Ja und man äh, muss ja auch sagen, dass ja das äh, Phänomen des Geruchs in der Liebe auch eine ganz ganz große Rolle spielt. Mhm. Das heißt, ähm, ne, wenn wir einander riechen, dann spielen auch unsere Hormone verrückt, wenn die Gerüche entsprechend kompatibel ausfallen. Das ist natürlich eben auch an der Stelle nochmal <laughs> wichtig darauf hinzuweisen. Ja, mhm. da gab es damals von Tom Teak, war, glaube ich, war das ein Film, der Krieger und die Kaiserin und die, also mit Lola, wir halt nicht, nicht Lola Rentier, wie heißt sie denn, Franka Potente, genau, mhm. die eben auch davon spricht, wie sie diesen, diesen anderen Charakter eben riechen kann. Und das ist tatsächlich auch sehr schön geschrieben. Also mit Tom Tikwa habe ich darüber hinaus so meine Schwierigkeiten, mhm. aber, aber da, das war, fiel mir gerade jetzt noch ein, ja. Ja, da gibt es sogar im Popmuseum eben auch eine Überhöhung oder eine Weiterreichung von den Lebanons, ähm, eine schwedische... Eigentlich ursprünglich Industrial Band, ähm, die dann aber sehr in den seichten Rock-Pop irgendwie übergingen und aber auch immer so dieses ähm, creepy Ding da mit drin hatten und ein Song von ihnen hieß eben I can smell your thoughts. Ne? Also this is no normal love affair. I can smell, smell your thoughts. Das ist ein Hinweis eben auf dieses Animalische ebenso, ne? das Ölfische. Ja, so wie Tiere halt auch deine Angst riechen können. Ne? Also, hm. das ist ja wirklich auch beachtlich, ne? dass äh, beispielsweise Hunde ja äh, sehr deutlich merken, wie du ihnen gegenüber eingestellt bist, auch wenn du versuchst, das beispielsweise nicht zu zeigen. Ich erinnere mich da durchaus an äh, ja, traumatische Erfahrungen aus meiner frühen Kindheit mit einem großen deutschen Schäferhund, der merkte, dass ich Angst vor ihm habe und der das auch ein bisschen ausgenutzt hat. <laughs> ja. Sollen wir weitergehen? Ja, machen wir, machen wir. den needs love, natürlich im Verweis, ja, wir sind doch einfach nur Gotteskinder und wir sind einfache Wesen und wir brauchen uns aneinander eben. Das ist ein Thema, das auch gerade Marvin Gaye immer wieder umtrieben hat und das er natürlich auch in seiner Beziehung da verankert hat. Ja, klar. Also, ich meine, das ist ja auch, eine, auch wieder so eine äh, universalistische, allgemeine Weisheit eigentlich und etwas, was durchaus auch betonenswert ist. Also, selbst wenn das so trivial scheint, finde ich das wichtig, dass man sich auch von Zeit zu Zeit daran erinnert, dass also auch im Zuge einer Trennung ähm, das Bedürfnis nach Liebe nicht zum Erliegen kommt und dass es eben auch etwas ist, was wir alle gemein haben. Ne? Also, dass wir in irgendeiner Form, äh, selbst wenn wir die krudesten Ansätze dafür wählen, weil wir es so oder so gelernt haben in unserem Leben, eben doch am Ende danach streben, irgendwie sowas wie Liebe zurückzubekommen. Ne? Mhm. Also es ist eine, da, da äußert sich das soziale Bedürfnis oder die sozialen Bedürfnisse des Menschen in der fundamentalsten Art und Weise. Ja. <laughs> ja, wir könnten jetzt natürlich auch noch mal diverse Zitate hier einwerfen. Ich hatte ja im Vorfeld auch noch mal ähm, ja, ein bisschen Literatur zum Thema Liebe angeschaut, aber ähm, schauen wir einfach mal. Wollen wir auf einen Song noch eingehen? Bitte, Einer, der mir sehr an, ja, ja. am Herzen liegt, ne? weil ähm, das ist natürlich a Funky Space Reincarnation, weil da Marvin Gaye ähm, über die Beziehung hinaus verweist, in dem Sinne von wegen, da. Da könnten wir sein, wenn wir zusammengeblieben wären. Ne? Wir hätten ähm, Space Love ausgeübt. Und das ist tatsächlich ein sehr großartiger Song, der äh, tatsächlich noch sehr viel gespielt wird, weil er tatsächlich auch Spacey ist. Also ähm, hier wären wir im Weltall und wir würden es auf allen möglichen Planeten treiben und so weiter und so fort eben. Und ähm, das finde ich eigentlich ein... ein Vielleicht intellektuell jetzt nicht besonders befriedigend, aber musikalisch auf jeden Fall hervorragend. Und wie würdest du sagen, stehst du bei diesem Song zu diesem Machismo-Gedanken, den du eben angesprochen hast? Ist das nicht die, die vollendetste Form von Machismo, zu sagen, also wir hätten das und das haben können, wenn du bloß bei mir geblieben wärst, Baby? Ich meine, es ist ja witzig, so eine Utopie zu zeichnen. Mhm. Und was wäre, wenn Fragen sind natürlich auch sehr spannend. Aber wenn es so bewusst darum geht, dann eben vielleicht auch sich so zu überhöhen oder eben zu zeigen, was jetzt die Ex-Partnerin, der Ex-Partner da alles verpasst, dann muss ich so ein bisschen an die Ärzte denken. Ein eines Tages werde ich mich rächen, ich werde die Herzen aller Mädchen brechen, dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht und dann willst du mich zurück und dann ist es zu spät. Deswegen meine ich ja auch eben intellektuell nicht so besonders befriedigend eben. Ne? Also natürlich, du hast recht. Ähm, da kommt nochmal eben ähm, der große Hammer auf, so schön wäre es gewesen, wären wir zusammen. Ne? Deswegen meine ich aber, musikalisch ist es ein hervorragender Song. Ähm, eigentlich ähm, der, der beste, würde ich mal sagen, auf dem ganzen Album, den man immer noch auflegen kann, der eben funky ist der äh, schmuffig anfängt und dann immer mehr Fahrt aufnimmt und äh, ich glaube sieben acht Minuten lang eben äh, gut unterhält das äh, kann das ganze also schafft das ganze Album erstaunlicherweise meines Erachtens gut ich bin jetzt ja wirklich dieser, diesem Genre gegenüber noch äh, ganz jungfräulich könnte man sagen habe mich dann bis dato also noch nicht intensiv mit auseinandergesetzt aber ich habe die Platte sehr sehr gerne gehört ja. äh, und das obwohl es sich dabei um ein Trennungsalbum ja. äh, handelt weil es musikalisch tatsächlich wirklich sehr eingängig ist gut ins Ohr geht äh, einen auch mitnimmt. Also es, äh, es macht schon was mit einem. Und äh, wie gesagt, hat bei mir dazu geführt, dass ich eben diese Fragen äh, für mich dann auch versucht habe zu beantworten. Jetzt bist du äh, über einen Song hinweggegangen. Da äh, muss ich gestehen, da wollte ich jetzt nochmal nachfragen, weil ich den äh, Bezug nicht ganz so verstanden habe. ist der Sparrow, der Spatz. Bezieht er sich damit ausdrücklich auf Sie? Ähm, welchen, welchen Stellenwert hat dieser Song in dem Album? Ich habe denn jetzt nicht mehr so im Detail in Erinnerung, aber ich denke schon, dass es eben auch seine Fantasie ist, eben wie sie sein... Könnte oder was er in ihr gesehen hat, ne, das Sparrow, dieses süße, zerbrechliche Vöglein eben ähm, das ist auch schon ziemlich nah dran an diesem Sweet Little Girl, das er zu Anfang eben getroffen hat. Ja, der Spatz ist ja durchaus auch ein äh, in Deutschland weit verbreiteter Kosename. Hm. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, super spannend. Also, ich finde es ähm, extrem gut, dass äh, ich jetzt durch dich auch dazu gekommen bin, dieses Album tatsächlich mal ähm, ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, beziehungsweise besser, also aufmerksamer zu hören. Du hast gerade nochmal aufs Cover hingewiesen. Ich wollte ganz gerne nochmal äh, noch drauf äh, verweisen, wie aussagekräftig allein das Cover eben ist. Ähm, wir sehen hier in. Ähm, im manieristischen stil ähm, statuen ganz vorne sieht man eben marvin gaye selbst als eine quasi zeusartige figur Links davon eben äh, die Liebenden von, de, von Rodin, also ähm, Liebende, die sich eben ähm, umarmen und küssen, nackt. Das Ganze wird auf dem ähm, Backcover nochmal weitergespielt, aber alles ist tot, alles ist erkaltet, museal. Es zerfällt sogar im Hintergrund, sieht man schon, wie die Gebäude eben dann zerfallen und ähm, die Liebe ist erstarrt. Währenddessen eben vorne äh, dann noch steht eben Love and Marriage. Steht eben hinten dann Pain and Divorce. Ne? Also, da werden eben so die der Anfang und das Ende der Beziehung eben. Dann nochmal mal klar aufgezeigt. Sehr schönes visuelles äh, Gesamtkonzept und wichtig darauf hinzuweisen. Gerade ja auch in dem Plattenformat sehr, sehr schön, äh, weil es damit entsprechend zur Geltung kommt. Ähm, ja, da musste ich jetzt gerade daran denken, dass wir natürlich auch in unseren Köpfen ganz oft versuchen, die, der Liebe ein Denkmal zu setzen. Wir meißeln unsere Liebe oft in Stein. Und ich glaube, das ist eben auch oft der Fehler, den wir machen, dass wir eben versuchen, sehr, sehr krampfhaft an den Dingen festzuhalten, die eben gut funktionieren und dann eben uns jeder jegliche Veränderung gegenüber äh, verweigern. Ne? und an, äh, die, 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 das bild was man hier sieht das ist ja auch sehr prunkvoll ne? also marmor große Bo gebäude mit säulen das hat ja schon auch wirklich äh, ja was, ähm, was episches auch an sich und gleichzeitig ist es aber toter stein mhm. und das ist natürlich auch irgendwie extrem extrem spannend, ne? denn ähm, diese Überhöhung von Liebe ist ja häufig das, was der Liebe dann letztendlich auch im Weg steht, wenn man eben versucht, beispielsweise längerfristig äh, es miteinander auszuhalten. Weil das ist ja meistens ein, ein Produkt des frisch verliebtseins. Ja, insofern ähm, könnten wir da vielleicht sogar Josef Beuys heranziehen, indem wir halt davon sprechen, dass äh, Liebe eine soziale Skulptur ist. Wenn es nach Beuys geht, mhm. äh, ist ja, ist ja alles eine soziale Skulptur, weil ja jeder Mensch ein Künstler ist und weil, wenn dann, ne, jeder Mensch eben auch nach Liebe. Bestrebt, auch Kunstausdruck dieses Strebens ist. Da könnte man tatsächlich dann nochmal äh, ausführlicher drüber nachdenken. Wir können auch gerne bei Zeiten mal ausführlicher über Beuys reden. Ja, ich wollte es einfach nur deshalb anbringen, weil ähm, das Gegenteil eben von diesem Versteinerten, äh, das lebendig ist, sich ständig ändernde. Also, ich mit meinen 56 Jahren habe in den 70er Jahren ganz andere Dinge über die Liebe eben kennengelernt, äh, wie jetzt zum Beispiel auch. Ne? Also, heutzutage, da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch gleich drauf, eben das Konzept der Selbstliebe. Einzug gehalten hat. Ja, das ist aber auch tatsächlich bei Erich Fromm ja auch schon aufgetaucht, beziehungsweise wird dann ja auch in buddhistischen Schriften schon, schon auftauchen, beziehungsweise taucht da auf, ähm, ne, dass man letztendlich als Voraussetzung für das äh, Lieben einer anderen Person oder eines anderen Lebewesens eigentlich in der Lage sein muss, sich selber zu lieben. Mhm. Und ähm, ich musste gerade auch an Sartre denken, der tatsächlich ja auch sehr viel über Liebe geschrieben hat, sehr anschaulich. Bei Sartre ist so ein bisschen das Problem, dass seine Philosophie so ein Best-of der großen Geister. Äh, seiner Zeit eigentlich darstellt. Ähm, er hatte halt den großen Vorteil, dass er sehr anschauliche, sehr lebhafte Beispiele ähm, kreiert hat, um das dann eben entsprechend äh, zu veranschaulichen und äh, zu vermitteln. Ähm, er sagt im Endeffekt: In der Beziehung geht es darum, dass wir uns die Freiheit eines anderen als Freiheit aneignen wollen. Und deswegen ist die Beziehung zum Scheitern verurteilt. Ne? Und das ist genau das. Also, wir wollen eigentlich den Partner oder die Partnerin in seiner Freiheit, denn das ist das, was wir lieben. Aber gleichzeitig wollen wir diese Freiheit besitzen. Und diese Freiheit zu besitzen bedeutet, diese Freiheit zu tilgen. Und das ist der Fehler, den, glaube ich, viele Menschen machen und den sie, wir sicherlich in unserem Leben auch schon mal gemacht haben. Also ich kann aus, äh, sagen wir mal, meinem Nähkästchen plaudern und sagen, ja, den Fehler habe ich definitiv auch schon mal gemacht. Und äh, ja, blicke inzwischen vielleicht nicht mehr mit Reue zurück, aber erkenne es als einen Fehler in meinem, in meinem Leben durchaus an. Ja, der existenzialistische Ansatz. Ähm könnte man ja sagen, ähm, die Trennung schon in der Begegnung mit einzubeziehen. Da gibt es einen wunderbaren Song namens ähm, The Chandel Rain, ursprünglich von Astro Gilberto gesungen, äh, später dann von Scott Walker gecovert, 66, glaube ich. Und ähm, da geht es eben auch darum, ähm, wir sind beide verlorene Seelen in dieser Welt und für eine Zeit werden wir jetzt unsere Einsamkeit eben teilen können, so ungefähr. Ne? Ist so dieser Tenor und dadurch ist es ein wunderschöner, tieftrauriger Song. Mm. Mir fällt gerade noch dann dazu auch die Band äh, Penguin Café ein. Das ist eine britische äh, ja, Neoklassik-Band, äh, ähm, die einen Song hat äh, und darum geht es mir jetzt, um den Titel geht es mir, nicht um die Musik. Der Song heißt The Sound of Someone You Love. Who's going away? But it doesn't matter. Mhm. Und das fand ich sehr schön. Also, als ich das ähm, zuletzt eben habe ich die Band live gesehen in, in Bochum in der Christuskirche und äh, da äh, sagte dann meine Sitznachbarin zu mir: Oh, das ist aber bitter. Und ich habe in dem Moment das eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Ich fand diesen Titel eigentlich wunderschön. Weil weil man den Menschen liebt. Es ist es egal, dass er geht. Da ist es sogar gut, dass er geht. Da geht es dann um dieses Loslassen. Das wäre meine Lesart. Ja, und ähm, das übersteht man, man entweder, indem man äh, flackelantisch dann auf sich einprügelt oder die Selbstliebe realisiert hat. Genau, ne? und das ist ein, ein ausgesprochen schwieriger äh, Prozess, und das werden wir gleich auch bei Björk, denke ich, merken. Äh, wir wollen ja heute über die Vulnikura sprechen. Sie hat seitdem ja noch ein weiteres Album produziert, die Utopia. Und äh, mit der Utopia werde ich bis heute nicht warm, weil das so der Versuch ist, glaube ich, da eine, ein gewisses Gleichgewicht wiederherzustellen oder eben tatsächlich das Frischverliebtsein zum Ausdruck zu bringen. Für mich ein Album, das äh, überhaupt nicht funktioniert. Komischerweise ist es in der Presse sehr, sehr positiv auch besprochen worden, ebenso wie die Vulnikura aber die volnikura war auf jeden Fall auch ein Album, das ähm, mich ganz massiv bewegt hat und das eben auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes herzzerreißend war beim ersten Hören. Ich habe damals, da kann ich mich noch gut daran erinnern, das ist ja vorzeitig im Internet gelandet ja. ähm, und bin dann eben über einen Bekannten, der großer Björk-Fan ist, darüber, über ihn dann darangekommen. gekommen und äh, wir haben das dann zusammen gemeinsam gehört, das erste Mal. Und ich habe Damals gesagt, es gibt ein Leben vor und nach der Vulnikura, äh, weil dieses Album bei mir damals so ins Schwarze getroffen hat. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich Björk seit meinem ja, 15., 16. Lebensjahr eigentlich auch immer wieder äh, rezipiert habe. Das ging damals los mit den ersten drei Alben. Das waren ja die äh, Debut, die Post und die Homogenic. Und ähm, die waren für mich natürlich so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gerade in Kombination mit diesen ja zum Teil skurrilen, surrealen und abstrakten Musikvideos, die man in der Form so auch noch. Gar nicht kannte, die sehr aufwendig produziert waren. Und dann kam da auch noch diese musikalisch-stilistische Vielfalt ins Spiel, mal abgesehen davon, dass natürlich ihre Stimme so als roter Faden sich eigentlich durch die ganze Diskografie zieht. Ne, dieses spezielle, diese spezielle Art des Gesangs, die zwar auch variiert, aber die trotzdem halt so ein Trademark hat. Und ähm, ja, dann war die Vulnicura so ein Moment, wo Björk für mich nochmal so richtig richtig funktioniert hat. Interessanterweise war ich zu dem Zeitpunkt gar nicht selber in einer Trennungsphase oder hatte irgendwie die Befürchtung, äh, mich in aller Bälde trennen zu müssen oder sowas oder äh, dass man sich von mir trennt oder so, sondern es war eigentlich eine sehr stabile Beziehungsphase, in der ich mich zu dem Zeitpunkt befunden habe. Aber trotzdem hat dieses Album so unglaublich gut funktioniert. Ja, Björk äh, ist Jahrgang 65, also zwei Jahre jünger als ich. Und ähm, insofern ähm, beim ich sag mal so beim Musikern, Musikerinnen, die ein ähnliches Alter haben, habe ich so das Gefühl, so auf Augenhöhe, ne, das zu beobachten. Ganz speziell zum Beispiel Jarvis Cocker von Pulp, der ihm dasselbe Jahr wie ich eben geboren wurde. Und ähm, bei Björk war es eben so ähm, durch die zwei Jahre Unterschied, ich so ein Gefühl der kleinen Schwester so innerlich eben hatte. Ne. Ich habe speziell Ende der 90er Jahre dann ähm, sehr viel aufgeholt durch meine damalige Frau, ähm, was eben ähm, Pjörk angeht, die eben auch ähm, nicht nur die äh, Sugar Cubes eben kannte, sondern eben auch die Vorgängerband äh, Körkel live gesehen hatte noch in den 80er Jahren. Das heißt, Pjörk ähm, war eigentlich immer schon auch ein öffentlicher Mensch in gewissem Sinne. Ähm, zwölf Jahre ihr erstes Album rausgebracht mit unter anderem ähm, ABBA und Beatles Cover auf isländisch und ähm, mich holten natürlich auch die drei von dir genannten 90er Jahre Alben komplett ab. Bei Volnikura jedoch kam ich so ins Straucheln. Und zwar gar nicht so sehr aufgrund der Form. Die Form ist erhaben, ganz großartig. Die Streicherarrangements sind erste Sahne einfach, sondern eher inhaltlich. Mir war es unangenehm. Das alles zu hören. Kannst du das denn ausführen? Was genau hat das so unangenehm gemacht? Das ist ja äh, durchaus spannend, das jetzt nochmal so ein bisschen genauer zu beleuchten. Ja, ähm, wie soll ich sagen? Bei Marvin geht ist natürlich eben auch ähm, vom Alter her ein ganz anderer Unterschied und auch nicht so eine emotionale Verbindung da gewesen. Bei Björk, ähm, die ähm, ich so in den 90er Jahren eher so parallel beobachtet ah, Schau mal, sie macht ihr Glück, sie macht ihr Ding, sie öffnet Türen, ah, sie ist so großartig kreativ. Und ähm, da dann eben so dieses Unangenehme, ähm, was ich hier auch in meiner Umgebung eben so mitbekomme, da trennen sich Menschen, die ich gern mag, und was mache ich jetzt eben so? Ne? Wie verhalte ich mich da dazu? Ähm, Schlage ich mich auf die Seite von Björk? Ähm, was ist denn mit der Gegenseite eigentlich los? Die kommt da gar nicht eben zu Gehör. Ist das jetzt alles, ähm, obwohl es künstlerisch so erhaben ist, ähm, objektiv? Kann es gar nicht sein? Und insofern. Ähm habe ich mich, glaube ich, mit dieser Platte von Pjörk getrennt. Okay, das ist äh, spannend. Ich würde das tatsächlich aus anderen Gründen dasselbe behaupten. Ähm, tatsächlich war für mich die Utopia dann die Platte, die das so ein bisschen kaputt gemacht hat. Also ich sehe in der Vulnikura immer noch zahlreiche ähm, ja, universell gültige Kerngedanken oder, oder Kernaspekte unseres heutigen Themas. Aber in der Utopia, da wird es dann eben derart kon konkret in der Schuldzuweisung beispielsweise auch, dass es äh, mir einfach zu viel war und dass ich ich mir eben auch dachte, ich möchte eigentlich diesen, diesen, diesen Streit, diesen Konflikt dieser beiden Personen an der Stelle gar nicht in irgendeiner Art und Weise so konkret miterleben. Ne? Ich möchte tatsächlich eigentlich lieber, äh, dass äh, da über allgemeine Dinge gesungen oder gesprochen und musiziert wird. Ne? Ähm, weil ja eben auch Liebe tatsächlich immer bei ihr schon ein wichtiges Thema war. Also wenn wir jetzt mal eben zurückgehen, ne? wir haben jetzt, äh, ich hatte eben die drei Anfangsalben genannt, Nein, 1993 hat sie ihre Solokarriere gestartet, ne? hat natürlich auch zahlreiche Grammys und Auszeichnungen erhalten. Ähm, elektronische Elemente und Streicher sind so ein roter Faden in ihrer Diskografie. Die Streicher kehren bei der Vulnikura auch ausdrücklich zurück. Ne? Also der Spagat zwischen Klassik und elektronischer Musik. Zeigt sich auch in den Live-Konzerten, die ja. ja auch immer sehr aufwendig instrumentiert sind und durchaus auch äh, immer noch sehr viel mehr bieten als das jeweilige Album. Also die, die Vulnikura Live-Platte zum Beispiel ist auch hochinteressant und äh, weicht auch in ihren äh, Arrangements unglaublich von den äh, Originalstücken ab und, und traut sich da auch einige noch so ein bisschen sich mehr entfalten zu lassen. Also das ist schon, schon spannend. Und es ging ja los mit Debut 1993. Das war dann eben auch für seine Zeit schon unglaublich progressiv. Ne? Da haben wir so Trip-Hop-Elemente, wir haben äh, Pop-Elemente, aber eben auch IDM. Das ist ja Intelligent Dance Music, also ein Genre, das weitestgehend auf FX, Twin und Squarepusher zurückzuführen ist oder eben auf das Label Warp Records, das ja Björk tatsächlich auch massiv rezipiert hat. Das hat sie in einigen Interviews immer wieder auch gesagt, dass so diese äh, Londoner Clubkultur auch ein, ein ausschlaggebender, maßgeblicher Einfluss. Für sie gewesen ist und auch Warp Records ausdrücklich wurde genannt. Da fängt das Ganze dann so an. Ne? Also von Island nach England und dann geht's los ne? mit Human Behavior. Da gab es dieses wunderbare Video von Michel Gondry, der ja zahlreiche Spielfilme auch gemacht hat mit diesem Teddybären äh, in diesem Wald und alles ist irgendwie aus Pappmaché und, und, und äh, äh, Moosgummi und Filz und so. Und ähm, sie singt da eigentlich aus der Perspektive eines Kindes oder eines äh, Tiers, das eben auf die menschlichen Erwachsenen blickt. Ähm, ne? Und if you ever get close to human and human behavior be ready be ready to get confused But oh, to get involved in the exchange of human emotion is ever, ever so satisfying. Ne? Also, ähm, rechne damit, dass äh, menschliche Emotionen und menschliches Verhalten dich verwirren. Mhm. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann ist es das wert. Das ist eigentlich so eine der, der Grundprämissen, ähm, die bei Björk immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Also von der Platte an bis dann eben auch sowohl Nikura und darüber hinaus, finde ich. Ja, das ist ja ähm, dieses Motiv der Furchtlosigkeit. Ne? Beziehungsweise das, was wir ganz zu Anfang ja gesprochen haben, Liebe als äh, das letzte Abenteuerung. Zur Zeit, diesen Preis zu zahlen, beschädigt zu werden, wenn ich auf andere Menschen zugehe, wenn ich auf einen Menschen zugehe, wenn ich mich auf einen anderen Menschen einlasse und so weiter und so fort. Und diese, diese jugendliche Energie eben ne, ähm, war so ein Trademark. Auf jeden Fall, da könnte man auch von so einem jugendlichen Leichts Leichtsinn vielleicht sprechen. Ähm, denn ne, man äh, begibt sich dann eben automatisch in ein äh, komplexes Geflecht, das man nicht immer erklären kann und das einen eben auch dazu bringt, dass man beispielsweise sich in Schuld verstrickt oder dass man Menschen wehtut oder dass einem wehgetan wird. Ne, und das ist natürlich auch, wie gesagt, ein spannender Ausgangspunkt, den dann eben die Vulnikura auch nochmal aufgreift. Ja. Ne. Und auch auf derselben Platte haben wir Violently Happy. Da singt sie dann Since I Met You, The Small Town hasn't got room for My big feelings. Violently happy because I love you. Also, da werden Liebe und Wahnsinn dann eben auch wieder äh, miteinander in Verbindung gebracht. Das ist ein Gedanke, den finden wir bei der ähm, Psychoanalytikerin äh, Julia Kristeva auch beispielsweise wieder oder auch in anderen Abhandlungen zum in, Thema Liebe. Im Altertum Griechischen wurde das ja schon angegangen. Ich glaube, Sokrates, war das Sokrates, der davon sprach, dass eben das Verliebtsein eine Form des Wahnsinns sei, in der man äh, der oder die Betroffene ähm, mittel dem Urteil dann sein sollte. Ne? Ja, das schreibt die, die, die Christeva. das ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Soweit ich mich auch zurückerinnere, es fällt mir schwer, von meiner Liebe zu sprechen. Die Erregung jenseits der Erotik, die darin anklingt, ist end grenzenloses Glück so gut wie reines Leid. Beides bringt die Wörter zum Glühen. Die unmögliche, unangemessene, unmittelbar anspielende und sich jeder gewollten Direktheit entziehende Sprache der Liebe setzt Metaphern frei. Ne? Und das ist ja auch das, was wir bei Björk dann eben erleben. Also wir merken das in diesen Texten bereits und das wird eben auch weiter fortgeführt. Sie hat dann 95 mit Post noch mal ein sehr sehr schönes Album auch nachgelegt. Da hat sie unter anderem mit ähm, Tricky, der vorher bei Massive Attack war, zusammengearbeitet. Da fand dann der Wechsel von Island nach England statt und ähm, ja. Der Guardian schrieb damals, Post tapped into the vortex of multicultural energy that was Mid-90s London. Also man merkt eben auch, dass sie diese Einflüsse, diese neuen aufgesogen hat wie ein, ein Schwamm. Und um, sie sagt von sich selbst eben auch: I've got many sides to me. To be honest, I think everyone has a thousand sides to them. To, to them. It's called being, being human. Nature gave us that kind kind of complexity. Most people pretend they're only one thing, like cool or intelligent or stupid or caring. But I think everyone uh, are all of all of these things, including me. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, dass sie da eben auch etwas zum Ausdruck bringt, was ich auch glaube. Und was wir auch bei Sartre zum Beispiel wiederfinden, der sagt, der Mensch versucht eigentlich als ein frei, entfalten, sich frei entfaltendes für sich, sich zu einem An sich zu machen. Das für sich ist der Ausdruck für den Menschen, das an sich ist der Gegenstand. Der Mensch versucht sich zu vergegenständlichen. Immer wenn er anfängt, sich zu definieren, wenn er sagt, ich bin Kellner, ich bin Musiker, ich bin. Was auch immer, Lehrerinnen, Lehrer oder sowas, ja, dann werden wir natürlich auch dem Gesamten, was wir verkörpern, nicht gerecht, sondern dann reduzieren wir es immer auf diese eigene, eine Eigenschaft. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was bei Björk eben auch. Immer irgendwie Phase war. Sie empfindet, er findet sich ja auch von Album zu Album visuell auch neu. Und ähm, das sieht man ja eben auch schon bei der, bei der Debut. Hat man dieses schwarz-weiß-Cover, dieses wunderbare Porträt mit den, mit den Händen vorm Mund. Ähm, bei der Post ist, sind die Hände vor dem Mund verschwunden. Es ist alles sehr, sehr bunt und, und, und äh, farbenfroh und, und auch ein wenig äh, ja, psychedelischer fast schon. Und dann kommt die Homogenic und dann ist da natürlich eben dann auch diese. Diese kühle, klinische, moderne Ästhetik plötzlich im Spiel. Da hat sie dann so ein, so ein Geisha-Kostüm an ne? und, und es ist alles eher so in so grauen Silbertönen gehalten. Auf der, De äh, auf der Post waren übrigens dann natürlich auch noch Stücke wie Ar äh, Army of Me und Hyper Ballad, also auch zwei wunder wunderschöne Stücke. Gerade letzteres, das Hyper Ballad, das habe ich damals äh, unglaublich gefeiert. Da ging es eben auch darum, dass äh, sie quasi nachts im Traum an einer Klippe steht und Dinge herunterwirft, um zu gucken, was die für Geräusche erzeugen und was mit denen passiert und irgendwann. Wann läuft es dann darauf hinaus, dass sie sich selber darunter stürzt, weil sie sich die Frage stellt, was passiert mit mir? Und ähm, dann singt sie, ähm, ich mache das alles, bevor ich aufwache, um wieder, um glücklicher zu sein, wenn ich dann wach bin, bei dir zu sein. Mhm. Und das finde ich, finde ich, ist ein wunderschönes Bild. Also sich im Traum der Gefahr auszusetzen, um am Ende die Nähe zu einer Person, wer auch immer es sein mag, es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Partner oder eine Partnerin sein, können ja auch Eltern sein oder vielleicht auch Geschwister und Freunde, um, um, um das wieder wertschätzen zu können. Mhm. Ich wollte ganz kurz nochmal äh, darauf hinweisen, wenn... Ähm Pjörg für mich die jüngere Schwester war, dann war Kate Bush die ältere Schwester. Und ich bin auch der Meinung, dass Kate Bush da sehr viel Vorarbeit geleistet hat, eben in diesem Machismo-Betrieb called Pop, als Frau sich frei auszudrücken und auch Kontrolle, Kontrolle über ihre Produktion eben auch zu haben. Der war natürlich nicht grenzenlos, aber man kann Pjörg und Kate Bush parallel hören, meines Erachtens. Und in beiden Fällen höre ich eine starke Frau, die emanzipiert, wenn nicht sogar feministisch unterwegs ist, aber mich als Mann nicht negiert. Und das ist etwas, was ich extrem an extrem an beiden Frauen eben schätze, dass sie mich eben als ähm als männliches Geschöpf eben ähm, zwar kritisiert, aber trotz alledem eben auch begehrt. Ja, es sind halt eben äh, ausgesprochen universelle Phänomene, die da beschrieben werden. Und da spielt das Geschlecht dann eben auch gar keine Rolle mehr. Und Nicht, nichtsdestotrotz, oder besser gesagt, deswegen sind ja vielleicht auch einzelne Formen der Selbstinszenierung tatsächlich auch etwas androgyner ausgefallen ihrerseits. Hm. Ähm, da könnte ich jetzt nur mutmaßen, oder man müsste da die entsprechenden Interviews vielleicht nochmal zu Rate ziehen. Ja, genau. Das sind natürlich beide eben auch ähm, kind, Kinder ihrer Zeit, währenddessen eben Kate Bush ähm, aus einer mehr oder weniger wohlhabenden Familie eben stammte und äh, ein gewisses äh, Geschlechterrollen eben auch erfüllte, dass der feenartigen ähm, balletttanzenden jungen Frauen, ne, so eine Bilitis-Ästhetik quasi gerade zu Anfang eben auch, das sehr stark war und sie sich immer mehr emanzipierte, wenn man sie dann entsprechend dann The Nine Wave oder Hounds of Love, das Album immer anhört, was da an starken äh, Gedanken eben auch drin sind und auch musikalischen Gedanken mit drin sind, hat eben sich Pjörk auch immer als, äh, als ein Punk-Mädchen eben verstanden und auch so auch erklärt, ne? also dass sie eben gerne Springerstiefel eben trägt, weil das eine Verbundenheit zur Erde, währenddessen die Hippies doch gerne eben so Ballerina sie eben getragen haben, eben also mehr so dieses luftige eben darstellen. Und das hat sie in der Selbstreflexion schon in den 90er Jahren gehabt. Ja, da war sie für ihre Zeit einfach unglaublich weit auch für das Alter und ähm, war wie gesagt für mich auch ein ganz ganz maßgeblicher Einfluss, äh, wenn es um die Auseinandersetzung mit Musik und eben auch Lebensentwürfen geht. Also zu dem Zeitpunkt war über ihr Privatleben jetzt nicht sondern nicht viel bekannt. Wir haben jetzt im Zuge der Volnicura und der Utopia natürlich einiges über die Trennung auch erfahren, aber darüber hinaus war sie ja auch nie jemand, der das Privatleben so akut in den Vordergrund gedrängt hat, wenn ich mich da recht erinnere. Aber also, auch nicht versteckt, also es war, <laughs> es war schon bekannt, dass sie eine Beziehung immer wieder mit Tricky zum Beispiel eben auch mhm. hatte, ne? Eine, eine gesunde Mischung bzw. ein gesunder Spagat könnte man dann sagen. Mhm. Ne? Ähm, genau, wir kommen dann zu, zu Homogenic 1997. Da haben wir dann schon wesentlich mehr ähm, einen roten Faden in der Stilistik. Also die Streicher rücken zunehmend in den Vordergrund. Da ist der Kontrast zu den Vorgängern etwas deutlicher. Und ähm, im Hinblick auf das eben schon erwähnte Cover, da sagt sie eben auch Someone Who's. Put into an impossible situation, so impossible that she has to become a warrior. A warrior who has not to fight with weapons, but with love. Ne? Also, da kommt das Liebesmotiv dann auch wieder äh, zur Geltung. Also, sie, sie schildert hier eigentlich eine Grenzsituation, hm. hm. die sie dazu zwingt, zu einer Kämpferin zu werden. Und das äh, finde ich ist ein sehr spannendes und schönes Bild, gerade auch im Hinblick auf das wirklich tolle Cover, mhm. also in Zukunft, jetzt im Zuge meiner Recherche habe ich dieses Interview gefunden und in Zukunft werde ich das Cover mit diesem Hintergedanken sehen und mich darüber freuen, mhm. ja, also eine Kämpferin, deren Waffe die Liebe ist, das finde ich, das kann man heutzutage durchaus auch nochmal betonen und darauf hinweisen, wie wichtig das auch in unserer Zeit noch ist, also auch knapp 30 Jahre später, nee, 20 Jahre später. Mhm. Ich darf vorweggreifen zu Hunter, Bitte. weil Hunter ich auch mal sehr stark recherchierte, die Nummer, ähm, bei der es hier darum geht, eben von wegen, if travel is searching and home, what's been found? I'm a hunter. Ne? Und äh, da kommt diese wunderschöne Zeile, drin, wunderschöne Zeile drin vor, I thought I could organize freedom, how Scandinavian this way. Ne? Also das Organisieren von Freiheit äh, finde ich. Ein extrem interessanten mhm. Gedanken. Und der Hintergrund von Hunter war eben, im Interview hat sie eben erzählt, dass sie ähm, im Laufe der Jahre einen riesigen Apparat um sich herumschuf, der von ihr abhängig war. Ne? Also sobald sie dann eben nicht auf Tour war oder nicht eben dann Plattenverkäufe angeregt hat, standen die dann da und sagten, Wir brauchen Geld, wie geht's denn weiter? Und sie kam sich eben vor, wie ähm, die Person, die eben in die Wildnis zieht, um Jagen zu gehen, um die Familie irgendwie durchzubringen. So, ne? Und mhm. insofern ist es ähm, auch ein Stück weit erwachsen werden. Hier ausgedrückt. Ja, und gleichzeitig auch wieder eine Verweigerung vor dem Stillstand. Ne? Also dieses ähm, Erhalten des äh, dynamischen Konstruktes, das sich Leben nennt, könnte man sagen. Ne? Das, was wir eben schon angesprochen haben. Wenn ich mich zum Stein mache, dann verpasse ich das, was eigentlich äh, Leben ausmacht. Und äh, ne, deswegen, also if travel is searching in home, what's been found, I'm not stopping. Also ich höre nicht auf, auch wenn ich äh, sage, meine Heimat ist das, was ich bereits gefunden habe. Ne? Gerade das ist der Grund zu sagen, ich mache einfach weiter. Travel is searching und das hört niemals auf und und, ähm, genau, und dann kommt auch noch All is Full of Love obendrauf. Das war für mich damals wirklich die Offenbarung musikalisch. Das war ein so bewegender Song, der auch durchaus äh, Herzschmerz begleitet hat, wie aber auch äh, äh, entsprechende euphorische Momente in meinem Leben. Ne? Also, you'll be given love, you'll be taken care of, you'll be given love, you have to trust it. Da kommt dann wieder das Vertrauen ins Spiel. Maybe not from the sources you have poured yours. Also, ne, vielleicht kommt die Liebe eben aus einer anderen Richtung als du, als ähm, aus der in die du deine Liebe streust, das ist eben ganz, ganz wichtig, weil wir dann auch uns wieder von diesen Besitzansprüchen lösen. Maybe not from the directions you are staring at, twist your head around, it's all around you, all is full of love, all is all around you. Und ähm, dazu dieses unfassbar großartige Video von Chris Cunningham mit den beiden Robotern, die in der Werkstatt sind und eigentlich sich lieben. Wahnsinn. Also da, da, puh, also wer es nicht kennt, angucken, anhören. <laughs> ja, wobei, ähm, wenn wir an All is Full of Love denken, denken wir automatisch an die an die Videoversion, weil das, die Version auf dem Album ätherisch bis fast kaum noch vorhanden eigentlich äh, ist. Also das, ähm, da ist die Aussage schon ein bisschen andere als im Video dann beziehungsweise auch in der Videoversion, die eben äh, sehr straighter und rhythmischer ist, auch wenn es glaube ich nur 30 oder 40 Beats pro Minute, was ja unverschämt langsam eigentlich ist, hat es aber einen Beat im Gegensatz zur Albumversion. Ja, da war ich damals tatsächlich auch sehr erstaunt. Das ist gut, dass du darauf hinweist. Ich hätte das heute wieder vergessen, weil ich damals äh, mir das Album gekauft hatte in der Hoffnung eben den Song aus dem Video zu hören und dann feststellen musste, dass die Albumversion eine ganz, ganz andere ist, wobei die auch funktioniert. Ne? Aber man hat sich dann auch so an dieses Video gewöhnt. Ich habe das drauf und runter geguckt. Ich habe das damals aus dem Musikfernsehen aufgenommen, noch auf Videokassette. Und dann habe ich das immer wieder zurückgespult und neu, neu gehört. Das war ja auch in der Zeit, wo, wo MP3 und FLECK und diese ganzen digitalen Audioformate noch nicht derart weit verbreitet waren. Mhm. Ähm, und man jetzt auch nicht viel Geld für CDs hatte oder sowas. Ähm, das äh, hat dann dazu geführt, dass ich mich an diese Videoversion sehr gewöhnt habe. Aber ich war auch ein riesiger Chris Cunningham-Fan. Ja, die die videoversion ist auf der best of drauf auf der weißen ich habe sie vor kurzem extra nur wegen dieser version nochmal nachgekauft Wobei eben äh, diese Best-of von ihren Fans zusammengestellt wurde. Das ist auch eine sehr gute Best-of. Also, ich habe das Album jetzt auch im Zuge meiner Vorbereitungen nochmal gehört, um mir einfach auch nochmal so einen Querschnitt anzuhören, äh, weil ich jetzt die Zeit nicht hatte, mich doch, doch nochmal durch alle Alben, die sie produziert hat, zu hören. Also, ich habe die ersten drei nochmal ein bisschen aufmerksamer gehört und dann den Rest übers Best-of gemacht, beziehungsweise punktuell dann eben auch noch in die äh, Medulla, in die Vespetain, die Biophilia und die Volta. Hineingehört. Wobei ich diese Alben jetzt auch gerne. In ganz stark verkürzter Form nur noch am Rande erwähnen möchte. Äh, Biophilia ist insofern interessant, weil es eben so ein multimediales äh, Gesamtkunstwerk war, das eben gekoppelt war mit verschiedenen interaktiven Apps und für die man unter anderem eben, bei dem es äh, in Zusammenarbeit mit der BBC Natural History Unit eben dazu, äh, darum gehen sollte, ähm, Naturphänomene ähm, Kindern und äh, Lern lernwilligen Menschen äh, nahezubringen. Thema natürliche Ressourcen und Nachhaltigkeit, also ein ganz interessantes Konzept auch für ein Album, da Gab da gab es dann eben auch entsprechende Workshops, die sie unter anderem angeboten hat zu. Und das Album ist eben teilweise auch mit einem iPad kom komponiert. Und die Tracks Crystalline und Mutual Core, die kann man an der Stelle vielleicht auch nochmal ausdrücklich hervorheben. Die sind sagenhaft gut. Und Mutual Core ist in seiner energetischen, explosionsartigen Art echt unübertroffen für mich. Also, es ist wirklich so ein, so ein, ein Song, das ist so ein, so ein klassischer Fall von da habe ich mir das Album für diesen Song gekauft, weil der mich so vom Sitz gerissen hat. Und auch da geht es natürlich wieder um das Phänomen der Liebe. Und dann kommen wir 2015 jetzt endlich, nachdem ich lange und breit ausgeholt habe, zu Hunikura, ne Ja, also. In diesem Verlauf, den du gerade beschrieben hast, meinte ich auch immer mehr einen Willen zur Kunstform zu spüren, also dass die Person Pjörg immer mehr zurücktritt hinter einer Fassade. Es gibt aus den 90er Jahren zum Beispiel noch so rührende Videos keine Ahnung, ob BBC oder sonst irgendwas, in dem man Björk äh, beobachten kann, wie sie einen offenen Fernseher beschreibt ne? und das eben wie ein kleines Kind ihn beschreibt. Das erinnert mich so wie an eine Stadt und so weiter, dass so dazu etwas Nahes ist. Und das verliert sich immer mehr, sodass ähm, sie als Person scheinbar langsam sich aufzulösen scheint. Und umso, umso stärker fand ich halt diesen Impact eben dann, wo Nikura dieses persönliche Thema... Trennung dann zu hören. Genau, also ich würde dir da auch zustimmen. Sie verschwindet irgendwie zunehmend im Hintergrund als Person, gerade auch durch die sehr aufwendigen Kostüme, die dann auch die jeweiligen Cover ziehen. Und bei der Vulnikura schafft sie dann nochmal diesen Spagat zwischen dieser persönlichen Komponente und dieser abstrakten Kunstfigur-Komponente. Das gelingt für mich bei der äh, Utopia, dem Nachfolgealbum, dann eben überhaupt nicht mehr. Das ist auch äh, schrecklich aufgeblasen mit 74 Minuten Spielzeit. Auch die Vulnikura ist mit einer Stunde Laufzeit natürlich schon auch sehr fordernd, aber die 74 Minuten der Utopia, die haben mir damals echt den Rest gegeben. Und ähm, ja, das Cover ist ähm, ja letztendlich eine abstrakte Madonna, die sie da darstellt, in einem Latexanzug mit so einem Strahlenkranz und dieser Wunde in der Brust, die eben aussieht wie eine Vulva. Es erinnert auch ein bisschen, obwohl die farbliche Codierung eine andere ist, an eben die Homogenic und auch die Streicherarrangements, die erinnern auf dem Album. Ebenfalls wieder sehr stark an die Homogenic. Ähm, es gibt so einzelne Sounds, die, die werden da wieder aufgegriffen. Und das finde ich persönlich auch sehr schön. Also ähnlich ähm, wie jetzt bei unserem letzten Gespräch ist auch hier ähm, nochmal ein Bezug zu, zur Vergangenheit auch etwas Zentrales, der äh, letztendlich natürlich daraus hervorgeht, dass diese Beziehung eben so lange angehalten hat und dass äh, eben diese äh, vorausgegangenen Alben dann auch schon ähm, unter dem ja, Schatten kann man nicht sagen, aber ne, im, Banner im Banner dieser Beziehung standen oder wie auch immer. Ja. Und jetzt geht es bei diesem Album eben um den Bruch des Herzens und äh, das Ausdauern und Verarbeiten. Also eigentlich das Gleiche wie bei, bei Marvin Gaye. Ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, äh, weil du gerade eben Homogenic eben auch angesprochen hast. Vulnikura äh, und Homogenic sind für mich so Spiegelplatten oder Geschwisterplatten eigentlich, äh, die beide einen Schritt weiter zur Abstraktion der Persönlichkeit eben so zeigt. Aber währenddessen, äh, ich fand es ein. Währenddessen ähm, auf homogenic äh, sie den Anschein einer Übermutter eigentlich hat. Es hat so etwas Päpstliches, Erhabenes oder auch ähm, Königliches eben. Ähm, ist wohl eine ähm, ich finde das Vulva-Motiv ähm, großartig, sehr stark. Aber ähm, die Form des Körpers verweist eigentlich eher auf ein Mädchen, das sie schon lange nicht mehr ist. Und es hat mich irgendwie, ich weiß es nicht, mhm. es hat. Äh, das ist so ein Bruch da, wo ich dachte, ähm, wird da nicht eben auch irgendwo ähm, so ein Ideal, ein, ein Körperideal eben da auch vorgeführt und ob das gut ist. Man muss natürlich dazu sagen, gerade wenn wir jetzt den, äh, das Zitat von eben nochmal heranziehen, dass äh, sie auf der Homogenic ja eine Kriegerin der Liebe verkörpert, man äh, auch sagen kann, dass diese Vulnicura als Spiegelplatte und dieses Cover vielleicht auch die gebrochene Kriegerin zeigt. Ne? Ähm, eben gerade auch durch die Wunde in der Brust. Wir sind auch ein bisschen weiter weg, also bei Homogenic steht sie sehr direkt vor der Kamera und hier sehen wir sie also äh, in einer äh, Totalaufnahme. Ne? Und ja, was jetzt die Inszenierung des Körpers anbelangt, hm, habe ich jetzt tatsächlich an, der Punkt, an dem Punkt gar nicht so äh, explizit drüber nachgedacht. Es ist eine quasi eine Silhouette, die man eigentlich nur noch sieht und ähm, der sehr idealisiert äh, erscheint. Also eigentlich eben nur durch die Umrisse schwarz äh, der Körper eben als Silhouette zu sehen und diese Wunde in Form einer Vulva zeigend natürlich auch einen Ursprung auf das Weibliche. Das Gebende. Da an, der, schwingt, an der Stelle des Herzens auch. Ja, ne? da schwingt natürlich eine ganze Menge auch. Ähm Verzeihung, so ein Mutterkitsch auch mit drin, meines Erachtens eben. Die, die, die Frau als äh, Lebensspendende und dadurch sich selbst aber auch ein Stück weit Verzehrende und so weiter schwingt damit. Das mag sein, ja. Also ich äh, denke, wir sollten uns das Cover gleich nochmal kurz äh, genauer anschauen. Interessanterweise hat die Platte nämlich noch ein Outer Sleeve, das hm. äh, eben das Motiv verändert. Das ist ein Rendering einer Figur, die, einer weiblichen Figur auch, eben auch mit der Wunde an der, äh, am Brustkorb. Das so, die so gebogen ist, die so eine Brücke macht. Ne? Ähnlich wie man das aus dem Exorzisten kennt, als das Mädchen die Treppe runterläuft rückwärts. Ne? Das ist auch eine ganz furchtbare Szene. Mir gefällt da die Stilistik nicht, weil es ein Rendering ist und weil man es sehr deutlich sieht, dass es so ein etwas äh, grobschlächtiges Renderbild eigentlich ist. Aber da fand ich ganz interessant, dass man eben das als Leaf bei der Platte noch hinzugefügt hat. Die CD ist, glaube ich, nur das von dir eben auch beschriebene Cover. Ich bin mir nicht mehr wie ganz gesagt, sicher. Wie gesagt, ich hatte ja das Album ähm, auf Vinyl, aber... Mhm. Eines der wenigen Platten, die sich scheinbar nicht bei mir wohlfühlten. Mhm. Sie hat mich verlassen. Ich weiß nicht, wo sie geblieben ist. Ich habe damals ähm, nicht wenig Geld dafür ausgegeben. Björk-Platten, wenn sie frisch erscheinen, sind ja ziemlich teuer. Und ähm, das war für mich auch so eine Art Zeichen von wegen, ähm, es funktioniert nicht mehr zwischen uns, wenn mich die Platte verlässt. Das ist ein interessanter äh, Prozess, beziehungsweise ein interessantes Phänomen, dass ausgerechnet diese Platte dann so verschwindet, ja. Gehen wir zurück zum Inhalt, ne? Also, wie gesagt, Zweifel, Gewissheit, Trennung, Vorwurf, Schmerz und Überwindung. Das sind so, so Schlagworte, die da eigentlich äh, mitschwingen und äh, die eben auch beim eben schon erwähnten Marvin Gaye eine zentrale Rolle gespielt haben, eben aus einer anderen Perspektive. Sie hat ähm, auf dem Album zusammengearbeitet mit The Hexen und AK. The Hex and Cloak kennt man heutzutage unter anderem für den Soundtrack von Midsommer von Ari Aster. Sehr, sehr guter Film, über den ich auch bei Zeiten noch reden werde. Und AK ist äh, ja ein ja, experimenteller Künstler, der äh, so Cut-Up-Techniken verwendet, Sounds kollagiert, aber auch gerne mal für sich so im Raum stehen lässt. Äh, drei Alben hat er meines Erachtens nach, er, sie, wie auch immer, ähm, produziert. Ähm, äh, von denen das zweite, das hieß Mutant, das fand ich sa damals sagenhaft gut. Ich muss es dringend mal wieder raus. Kram. Ist auch eine sehr, sehr fordernde Scheibe, aber die hat mich schon. Sehr beeindruckt. Und ich glaube, das ähm, hat auch dazu geführt, dass äh, eben dann diese Zusammenarbeit mit Björk äh, zustande gekommen ist. Unter anderem hat er ihr wohl auch ein Mixtape geschickt und das hat sie so begeistert, ähm, dass da natürlich eine Menge kreative Energie freigesetzt wurde. Wie mhm. rührend, sie hört sich Mixtapes an. Ja, sie ist ja auch die ne? Jane. Also sie legt ja auch regelmäßig auf. Und wenn man sich dann auch bei YouTube beispielsweise mal Mitschnitte anschaut, dann ist das ziemlich geiler Scheiß, den sie da auflegt. Also die hat tolle Playlisten und man merkt schon, dass sie sich wirklich auch auf eine sehr intensive Art und Weise mit mit Musik auseinandersetzt. Also ich habe über Björks Playlisten eine Menge coolen, coolen Kram entdeckt. Mhm. Äh, insofern immer einen Blick und ein Ohr wert. Ja, jetzt ähm, hätte ich hier noch ein paar Zitate, wobei wir das jetzt noch mal ein bisschen abkürzen. Der Guardian schrieb damals in der Rezension zu dem Album From Black Despair to Something Close to Battered Optimism. Also das ist diese Reise, auf die einen das Album auch mitnimmt. Und äh, eben in, diesem in dieser Rezension stand auch a Breakup-Album requires certain special skills. You must not only bare your soul, you also have to make your most personal experiences speak to the wider world or risk self-indulgence. Also entweder schaffst du es, das so zu verallgemeinern, dass die Leute damit was anfangen können, oder du machst nur Selbstbeweihräucherung. Das ist die Gefahr, in die du dich begibst, wenn du ein solches Album produzierst. Aha. Und ich würde eben, wie es auch in dieser Rezension gesagt wird, äh, durchaus bestätigen, dass sie es geschafft hat, da eben äh, etwas Universelles anzusprechen. Das Album beginnt mit dem Song Stone Milker und der ist schon auch direkt eine ziemliche Ansage für das, was dann eben äh, in den nächsten äh, 59 Minuten auf uns äh, zukommt. Ähm, es ist ein ausgesprochen melancholischer und äh, sich langsam entwickelnder Track der eigentlich ähm, ja noch vor dem Bewusstsein der bevorstehenden Trennung eigentlich anzusiedeln ist. Find our mutual coordinates, singt sie. Moments of clarity are so rare. I better document this. What it is it that I have that makes me feel your pain like milking a stone to get you to say it? Also auch da ist schon eine, eine, eine gewisse Ambivalenz zu spüren. Who has opened up and who has shut down? And if one feels closed, how does one stay open? Also, da wird dann auch direkt schon so eine grundlegende Frage gestellt, die natürlich in dem Fall vielleicht schon auch sehr konkret auf ihre persönlichen Erfahrungen bezogen werden kann, aber eigentlich auch wieder ganz allgemein ist. Ja? Also wenn man sich öffnet, dann setzt das ja eine, ein gemeinschaftliches Öffnen eigentlich voraus. Oder dann, dann entsteht ja auch so was Asymmetrisches ganz schnell. Ja, wenn ich mich öffne. Dann mache ich mich angreifbar. Dann, dann entblöße ich mich, schenke Vertrauen und muss eben in irgendeiner Art und Weise ja auch in Kauf nehmen, dass du mich damit angreifen könntest. Ja, Also, also dass der Partner oder die Partnerin da vielleicht auch das gegen mich verwenden kann. Ja. Und dann kommt ja auch noch End-Who-Shut-Down. Also, was ist denn mit denjenigen, also in dem Moment, wo jemand sich zurückzieht und wo jemand das wegnimmt, hm, ne? diese hm. Offenheit? Da, da, da wird es schon schwierig. Ne? Also, dass sie mir ja schon irgendwie auf einer Ebene. Ähm dem wir beide keine, keine augenzeugen sind und äh, uns jetzt auf diesen texter verlassen und wenn ich jetzt mal so reflektieren darf ist es halt so dass wir ich spreche jetzt mal so wir männer dieser oder jener generation äh, nicht unbedingt gelernt haben uns so einfach zu öffnen und gefühle zu zeigen und das tatsächlich immer wieder ein vorwurf ist der an uns gemacht wird bestimmt berechtigt aber das sind wir wieder bei diesem Thema ähm, Gefahr erkannt, ist nicht Gefahr gebannt, sondern da geht eigentlich erst der Prozess los. Ne? Also dass eben Mechanismen, die man ähm, jahrzehntelang mit sich rumschleppt, nicht einfach so über Bord werfen kann. Und andererseits, wie auch diese Ebene der Auseinandersetzung jetzt äh, mit Marvin Gaye vergleichen, wir haben das bei Marvin Gaye jetzt äh, offensichtlich, ja, er war untreu. Er hat sich wenig um mich gekümmert, hier eine viel abstraktere. Ebene eingegangen. Ja, es ist, ne, es ist wie einen Stein zu melken. Also das Bild des Steinemelkens, das ist ja auch ein unglaublich äh, frustrierendes und ja, erschöpfendes, ja, denn es ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, einen Stein zu melken. Ja. Und diese, äh, dieses Gefühl, das kann ich, denke ich, auch nachvollziehen, beziehungsweise ich glaube, dass es viele Personen in Beziehungen gibt, die tatsächlich vielleicht genau ihre Partnerinnen da so wahrnehmen oder die diesen Frust vielleicht auch mit sich rumschleppen, weil natürlich viele Menschen auch gar nicht so sehr imstande sind, wirklich offen über ihre Gefühle zu sprechen. Ja, wobei dann eben auch die Frage wäre, ähm, war er immer so? Wenn er immer so war, warum sollte er sich auf einmal ändern? War sie blind? gegenüber diesen Punkten vorher, hatte sie einfach akzeptiert. Das sind so diese, diese Fragen, die sich da gleichzeitig auftun. Ja, und das sind auch die Fragen, die Björk sich dann später auch stellt. Also okay. es ist, äh, gibt an, an späterer Stelle eben diese Aussage, als es noch einfach war, hat alles super funktioniert, dann wurde es zunehmend komplexer. Mhm. Da kommen wir gleich noch zu. Also Stone Milker ist meines Erachtens ein super toller Opener für dieses Album. Ich finde, das ist ein wunderschöner Song, gibt es auch ein gutes Video zu, das tatsächlich auch in VR gedreht wurde. Also man kann, wenn man über die entsprechende Technik verfügt, sich dann eben an diesem Strand, an dem sie steht und singt, auch umgucken. Das hat einen sehr tollen Immersionseffekt und war für seine Zeit auch wieder weit voraus, wie das bei Björk eben auch so üblich ist. Also neue Techniken, die empfängt sie immer mit offenen Armen und ist immer sehr experimentierfreudig. Und da liegt auch eine ihrer großen Stärken. Und dann geht es weiter mit dem Lion Song. Also da singt sie dann... Uh, maybe he will come out of this loving me, maybe he won't. I'm not taming no animal, maybe he will come out of this. Ja, also mhm. uh, sie sieht sich nicht als die Löwenzähmerin um, und entweder schafft das oder er schafft es nicht. Ja, am Ende des Tages kann es sein, dass uh, er sie weiterhin liebt, aber es kann auch sein, dass das nicht der Fall ist. Also auch da schon schimmert etwas durch. Ja, das ist vielleicht der Beginn eines, eines Prozesses des Zweifels, dass man eben schon mal anfängt, eben auch darüber nachzudenken, dass man sich einer ewigen Liebe oder einem ewigen Beisammensein nicht niemals gewiss sein kann. Ja, gerade wenn dann eben auch die ersten Konflikte eintreten und wenn dann eben hier jetzt von einem Raubtier auch gesprochen wird, Ja. ja. Ja, schwierig, ne? ohne jetzt diesen Menschen wirklich zu kennen, eben weil das natürlich ja auch äh, schon etwas ähm, macht mit mir, wenn ich dieses Bild habe, ne? dieses animalische, unbeherrschte Schein da damit gemeint zu sein. Ja, entweder das oder eben halt auch einfach allgemein ein Konflikt, bei dem sich erst zeigen muss, wie man letztendlich da rauskommt. Die Natur des Konfliktes, sie bleibt hier weitestgehend unerwähnt. Und das meine ich mit, sie wird ja eigentlich ja noch gar nicht so konkret. Also ich habe ganz wenig eigentlich über ihre Beziehung zu Matthew Barney nachgedacht im Zuge dieses Albums, sondern vielmehr wirklich auch diese allgemeinen Motive gesehen und diese Ungewissheit, äh, schaffen wir das? ja äh, mit der frage schaffen wir das, das äh, die finde ich zum beispiel an der stelle spannend und da kommt dann eben auch diese zeile die ich gerade erwähnt hatte once it was simple once, uh, once it was simple one feeling at a time it reached its peak Transformed, these abstract complex feelings, I just don't know how to handle them. Hm. Ne, es fängt einfach an. Frisches Verliebtsein ist erstmal toll. Man macht sich über noch nichts Gedanken. Man äh, findet alles geil miteinander. Man blendet irgendwie alle Ecken und Kanten aus. Ähm, man ist in diesem einen Gefühl, geht darin auf und irgendwann kommt dieser Moment, wo man sich damit konfrontiert sieht, dass man die rosa Brille auszieht und dass letztendlich äh, zu einer Beziehung auch viel Arbeit dazugehört. Dass man eben merkt, man muss sich also einerseits an den anderen gewöhnen. Das bedeutet, dass dass das frisch verliebt sein auch bis zu einem gewissen Grad schwindet. Ja. Da stellt man sich dann oft die Frage, hm, ist es das jetzt noch wert? Da muss man auch ehrlich zu sich sein. Beziehungsoptimierung. Ne? Und dann geht letztendlich eben auch das, äh, geht, wird es kompliziert. Und ich mhm. glaube auch, dass langfristig keine Beziehung ohne diese komplexen äh, und zum Teil undurchschaubaren Momente funktionieren kann. Mhm. Ja. Ich denke, das äh, ist ja eben das, was eben auch eine Bindung immer wieder aufs Neue, auf die Probe stellt und letztendlich im Idealfall stärkt. Ne? Also wenn wir es schaffen gemeinsam aus einer solchen situation herauszukommen oder eben gemeinsam anzuerkennen dass diese komplexität uns über den kopf wächst dann äh, gehen wir auch gestärkt gemeinsam daraus ja. aber es sind eben auch immer diese sollbruchstellen oder diese weggabelungen äh, an denen wir uns dann befinden wenn wir eben mit jemandem zusammen diese wege gehen alte binsenweisheit anfangen ist einfach beizubehalten ist schwer aber ich denke, da liegt vielleicht auch der Grund, warum heutzutage so viele Menschen auf Partnerschaftsbörsen mit ihren ganzen Eigenschaften darstellen und suchen, weil es sofort eben zurückgeht. Wir sind gezwungen, bei der Arbeit überall eigentlich uns zu optimieren, ständig zu verändern, den Gegebenheiten und eigentlich wollen wir doch in der Beziehung nur einfach so sein, wie wir sind. Ja, oder eben halt tatsächlich dieses Anfangsgefühl immer wieder neu reproduzieren. Das ist ja auch etwas, was bei Dating- Plattformen immer wieder eine wichtige Rolle für Menschen spielt. Ja, Also man ist nicht bereit, sich zu binden, weil man eigentlich auf diesen ganzen Rattenschwanz in Anführungszeichen keine Lust hat und man verweilt in einem permanenten Zustand des in Anführungszeichen frisch verliebt seins oder des Sexuellen Glücks, ohne letztendlich damit natürlich die Tiefe zu erreichen, die eine Beziehung entwickeln kann, wenn man bereit ist, das Risiko einzugehen. Das ist ja bei Björk eben jetzt auch der Fall. Also, sie singt ja mit, also ich sag mal, sie beschreibt diese tiefen Phänomene aus einer sehr authentischen Perspektive heraus, eben weil sie sich ja auch und weil Matthew Barney sich auch auf diese Beziehung eingelassen hat. So, und die beiden waren. 15 Jahre zusammen, ich weiß es jetzt nicht genau, 15, fast 20 Jahre, bestimmt irgendwas um den Dreh. Und das muss man erstmal schaffen. Yeah. Und äh, letztendlich ähm, wird jetzt ja hier noch gar keine Schuldzuweisung äh, eigentlich vorgenommen, sondern hier werden diese Dinge auf eine ganz allgemeine Art und Weise trotzdem auf den Punkt gebracht. Und mhm. das ähm, finde ich ist dann die große Stärke. Und dann geht es weiter mit History of Touches, einem äh, sehr psychedelischen Song, der ja auch diese einzelnen äh, Ambientflächen kollagiert und so staccato-artig nebeneinander setzt und, und äh, also wirklich ganz lebendig. Lebendig ist, aber auch viel Raum lässt akustisch. Und dann ähm, stellen wir plötzlich fest: also hier geht es eigentlich um das gemeinsame, das letzte gemeinsame Mal. Ne? Sie wacht nachts auf. I wake up in the middle of the night to express my love for you, stroke your skin and feel you. Naked, I can feel all of you. At the same moment, I wake up in the night feeling this is our last time together. Therefore sensing all the moments we've been together. Und dann ähm, fängt sie an, eben sich daran zu erinnern, wie jede einzelne Berührung eben stattgefunden hat. Wie jede, jeder Beischlaf stattgefunden hat. Ne? Also dass das alles in diesem Moment irgendwie kulminiert und gleichzeitig das eben der Punkt ist, an dem das Bewusstsein einsetzt, dass das, was vorher stattgefunden hat, dazu führt, dass jetzt das Ende passiert. Ne? Da hat ja Zizek auch mal hat ja ein ganzes Buch geschrieben zum Thema Was ist ein Ereignis? Und ein Satz, der mir, ich habe das vor Jahren mal gelesen, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass natürlich das Ereignis letztendlich nur das Symptom eines längeren Prozesses ist. Ja, also das, was wir als Ereignis wahrnehmen, ist eigentlich kein Ereignis, sondern es ist eine Kette von kausal, kausal ähm, Geschehnissen, die äh, am Ende als Ereignis wahrgenommen wird, wenn es dann eigentlich explodiert. Also das, was das fast zum Überlaufen bringen könnte, hm. man sagen. Und das ist hier der präzise Augenblick eines des Todes einer Beziehung. Hm. Also ähm, ich finde, es ist das stärkste Song auf der ganzen Platte. Ich finde es interessant, wie wir möglicherweise unterschiedlich den Song wahrnehmen. Für mich hatte das sehr viel mit Transzendenz auch zu tun, in dem Sinne, dass auf dieser Ebene der, der sexuellen Vereinigung, wie ich das jetzt mal so abgehoben ausdrücken darf, man in eine andere Dimension eintritt gemeinsam und sowohl Zugriff wie auch man, hat Zugriff, man wird Teil einer Datenbank der Berührungen, so eine Geschichte der, der Berührungen, die seit Jahrmillionen anhält und weitergehen wird und außerhalb von Raum und Zeit stattfindet und man ein Teil davon wird. Genau, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft treffen aufeinander in diesem einen Moment und ähm, das äh, Transzendente ist äh, ein wichtiges Element, das du hier nochmal ansprichst und gleichzeitig ist es so ein wunderbar intimer Moment, ne? also dieses, wenn wir jetzt mal, uns loslösen von diesem Bewusstsein, dass das der Punkt ist, an dem die Beziehung ja. äh, ihr Ende einleitet, dieses Nachts aufwachen und einen Partner oder eine Partnerin neben sich liegen sehen und sich einfach darüber freuen, dass diese Person da ist, diese Person riechen, diese Person berühren. Das sind ja auch einfach wunderbare und ganz intime Momente und das ist ja, ja auch ähm, in dem Song extrem intim. Also sie singt das ja auch sehr leise ja. und äh, es äh, ist auch eben... Äh, es wirkt insgesamt, also stimmtechnisch irgendwie zurückhaltender als viele andere Songs auf der Platte. Ich finde das sehr dezent eigentlich. Ja, ähm, die Intimität drückt ja. äh, sich dadurch sehr schön aus. Und das ähm, macht ja gleichzeitig diesen Song so tief, aber auch traurig, weil eben dieser transzendente Moment auf der Höhe der Erkenntnis, dass die Beziehung vorüber ist, ihm gestellt wird. Ja, und dann ist es halt die Frage, wie geht man damit um und ähm, schafft man es da dann auch eine Symmetrie reinzubringen. Also ne, wie geht es weiter? Das ist natürlich spannend. Da also, scheint schon keine Symmetrie mehr da nee, zu da sein. Nee, da ist eben also keine also, Von Anfang an, genau. weil sie eben ähm, sie die aktive Person ist, die nachts ihre Liebe ihm versucht auszudrücken. Also da schon daran meine ich zu erkennen. Das ist aus dem Lot. Ja, das ist es. Und ähm, das ist aber dann natürlich auch der Punkt, wo man eben häufig vielleicht versucht, auch verzweifelt, irgendwie das Steuer doch noch im Griff zu halten. Ja? Also das ist der Punkt, wo das Schiff irgendwie ausschert und das Steuer dreht sich und man kann, muss mit aller Kraft gegensteuern oder festhalten und man merkt am Ende, kracht man doch auf den Felsen. Das, ähm, das finde ich, ist der, ist der schlimmste Moment an Trennung. Hm. Also ich finde das, das Bewusstsein, hier kann ich eigentlich nichts mehr machen, aber ich versuche es trotzdem. Und dieses trotzdem nochmal versuchen, das ist so so das, was es eigentlich unerträglich macht, weil man Flocking unweigerlich unweigerlich auf diesen Eisberg zusteuert, mhm. ja, und ja. man kann sich selber dabei zusehen, wie alles, was man macht, eigentlich ähm, vollkommen vergebens ist. Mhm. Ja. ja, also Flocking der Tors, ein ein totes Pferd eben anzutreiben und ähm ja, also ähm, natürlich äh, dieses Urteil, ob das Pferd tot ist, <laughs> kann man immer erst im Nachhinein natürlich stellen, weil im Moment eben der Verzweiflung ähm, wie, wie heißt dieser super dumme Spruch äh, der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Ne? Also ähm, wir dann auch ähm, im Werben, aber auch im Festhalten möglicherweise uns auch ein Stück weit selbst verraten können. Mhm. wobei ich sagen würde in der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt das ist ein Spruch den halte ich äh, für hochgradig problematisch wer auch immer ihn gesagt hat ich weiß es jetzt gerade nicht mehr äh, kriegt keine Props von mir nein natürlich deswegen habe ich auch ähm, unhörbar eben die die ähm, Stirnfalten in Falten gelegt eben natürlich ist ein... In der Liebe ist alles erlaubt, ist ein Spruch. Ja. Ich glaube, dann auch das kann man natürlich noch einschränken. Es ist nicht alles erlaubt. Mhm. Es ist nicht erlaubt, einen anderen Menschen zu töten, um äh, meine Liebe einen jemanden auszudrücken. Ne? Das ist ja dieses saudoofe äh, Thema eben auf den Totenhosen, ne? wo man sich mit seinem Partner umbringt und das noch als romantisch eben idealisiert. Also Fuck it. Okay, machen wir weiter. Es geht nämlich jetzt ganz, äh, ganz dramatisch tatsächlich auch weiter mit Black Lake. Das ist so ein bisschen das äh, zentrale Stück auf dem Album. Also wir hatten vorher den Stone Milker, jetzt haben wir den Black Lake, also ein schwarzer See. Das ist ja schon auch kein so besonders optimistisches Bild. Erinnert vielleicht auch an einen Abgrund, in den man blickt. Also die ruhende, der ruhende See, der so dunkel ist, dass er wie ein dunkler schwarzer Spiegel vielleicht funktioniert. Ne? Also das ähm, ist auf jeden Fall ähm, dann auch äh, klar, in welche Richtung diese Reise jetzt erstmal weitergeht. Schwarzer See ist tot. Ja. Ja, und äh, da ist es sehr schön also dass man wirklich auch so einen schönen interessanten spagat zwischen einzelnen akustischen und dramaturgischen elementen hat das stück ist sehr facettenreich also es ist gar nicht so tot wie der titel vermuten lässt äh, ganz im gegenteil es ist hochlebendig ähm, und dauert eben auch äh, zehn minuten ist also damit auch das längste stück der, der platte und da singt sie dann our love was my womb but our bond has broken my shield is gone my protection is taken i am one wound also, sie ist nur noch diese eine Wunde. Und ähm, da ist natürlich auch ein wiederum ganz spannendes Phänomen, was da zum Ausdruck kommt, dass man sich eben in einer Beziehung oder in einer, in einer Liebe quasi fühlt wie im Mutterschoß. Ne? Also, dass man, äh, ja, our love was my womb. Also, ja. äh, letztendlich so gemütlich wie das Kind eben im äh, Uterus der, der Frau, äh, bei, ne? lebt, ist das ein Safe Space. Diese, diese Liebe ist ein Ort der Geborgenheit. Und der wurde ihr genommen. Und die Verbindung, die diesen Ort der Geborgenheit erzeugt hat, die ist zerstört. Und äh, damit hat sie eben auch keinerlei Schutz mehr. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was viele Menschen fühlen, die eine Trennung hinter sich haben oder eine Trennung durchlaufen, dass eben dieser Schutz, den der Partner oder die Partnerin einem liefert, plötzlich verschwindet. Und dass man sich damit konfrontiert sieht, dass man sich eben ja angreifbar fühlt. Wehrlos vielleicht. Ja, ähm. Eine frühere Freundin von mir nannte es, ähm, die Rüstung der Liebe zu tragen, die einem unverwundbar macht. Ich fand äh, das Bild immer sehr schön. Und ähm Natürlich die Verletzlichkeit ähm, kommt dadurch eben nicht mehr geliebt zu werden, weil das ja nicht nur eben so ähm, das Fehlen von Liebe, sondern eben natürlich auch ähm, eine ganze Kaskade von Fragen nach sich zieht. Warum werde ich nicht geliebt? Bin ich nicht liebenswert? Äh, Habe ich mich falsch verhalten? Ist vielleicht mein Partner irgendwie falsch und so weiter und so fort. Da geht also das große Hinterfragen dann ab. When did you stop loving me? Dann kommen wir wieder zu Marvin Gaye, ne? Yeah. Um, ist it enough und anger und alles. Also das sind natürlich genau die Dinge, die dann daran, da daran hängen und es ist ja eben auch um, ja dieses mit sich selber ins Gericht gehen, wie du auch sagst. Ne? Also es ist äh, einerseits sind es die Fragen, die man sich beantworten muss, aber man muss auch ehrlich zu sich selber sein. Habe ich was falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Was kann ich besser machen? Ähm, habe ich überhaupt irgendwas falsch gemacht? Oder ähm, hätte ich anders gekonnt? Wobei das ja zum Teil auch eine ne, ne, ne schwierige Frage ist, die einen eher in fiese Gedankenschleifen versetzt, als dass sie einen weiterbringt. Ein hätte hätte Fahrradkette. Ne? Genau also, hätte hätte Fahrradkette. Das ist ja der Punkt eben, ähm, wo ich dann ähm, nur noch zurückschaue. Das ist ja also nicht mal mehr die Gegenwart wahrnimmt, geschweige denn in die Zukunft, sondern nur noch ein Zurückschauen und natürlich, also, was ja auch offensichtlich bei vielen dieser Trennungen ist, dieser Kampf um die Deutungshoheit. Ja. Das, äh, ich finde, zum Glück kommt hier eigentlich keine Hierarchie zum Ausdruck. Also, wie gesagt, ich finde, das Album ist erstmal bis hierhin noch gar nicht äh, angreifend oder sowas. Klar, von hier ist die Rede und Our Bond has been broken und sie spricht natürlich auch davon, dass sie seine emotionale Ebene nicht erreicht. Aber es wird eigentlich, es findet gar keine so konkrete Anschuldigung. Stadt. Ne? Ich musste gerade, wo du das eben mit dem sein äh, gesagt hast, an den Film Synecdoche, New York ne, denken von Charlie Kaufmann heißt er, glaube ich. Das ist der Mensch, der Adaptation gemacht hat und Being John Malkovich. Das ist der Film, ja. wo ich nie wusste, wie wieder ausgesprochen wird. Ja, okay. ja, das ist der mit dem äh, Philip Seymour Hoffman, der ja. Äh, sich ja auch irgendwie damit konfrontiert sieht, dass seine Frau sich, glaube ich, von ihm trennt. Ich, ist es ist Jahre her, ich muss ja. das jetzt so aus dem Stehgreif machen. Ja. Und der dann den Rest seines Lebens eigentlich damit verbringt, diesen Moment verstehen zu wollen und das äh, nimmt ja dann sehr surreales sehr groteske Züge an, dass er dann anfängt, sein Leben als Theaterstück zu inszenieren und dann Theater im Theater und immer er ist, mehr er, an das Meta, Meta ebene immer mehr auf die Metaebene und er verstrickt sich voll in, dieser, in diesem Blick zurück, mhm. so dass er eigentlich dann diese zweite Hälfte seines Lebens komplett verpasst, also am Ende auf dem Sterbebett liegt, wenn ich mich recht erinnere und eigentlich dann diese ganze zweite Hälfte seines Lebens nicht gelebt hat, weil er damit also regelrecht davon besessen war, eben diesen Schlüsselmoment seines Lebens verstehen zu wollen. Mhm. Dann kommen wir auch wieder zu Kierkegaard, der sagt, ne, man kann das Leben nur vorwärts Leben und man muss es rückwärts verstehen, beziehungsweise man kann es nur rückwärts verstehen und muss es vorwärts leben. So, ja, ja und das äh, kommt in diesem Song alles auch irgendwie sehr schön zum Ausdruck. Also, um, my soul torn apart, my spirit is broken. You feed my limit limitless emotion. I'm bored of your ap apocalyptic obsessions. Also, da kommt dann zum ersten Mal auch ja sowas. Ähm, Sowas Anschuldigendes vielleicht ins Spiel. Mhm. Ne? You fear, müsste es sein. You fear my, fear my limitless emotions. Also du fühlst meine ausufernden Gefühle und ich bin gelangweilt. Du fürchtest. Ja, oder fürchtest, Na, genau. Also da ist ja auch eben dann ähm, so diese zwei Welten, eben ähm, Mars und Venus, ne? mhm. ähm, um das als billige Metapher eben zu nutzen. Ähm, die Tiefe einer Frau und der Aktionismus des Mannes und die dann aneinander vorbeileben. Ja, also apokalyptische Obsession, was immer das auch heißen mag. Ne? Also das mag dann wirklich auch ein persönlicher äh, Aspekt sein, den wir jetzt auch gar nicht weiter deuten können. Ja. Hier kommt aber nochmal zum Ausdruck, was bei Lion Song eben auch zum Ausdruck gekommen ist, nämlich jetzt werden die komplexen Probleme angegangen. Also jetzt, das sind so die Sachen, die man vorher nicht bemerkt und plötzlich fangen sie an, einen am Partner oder an der Partnerin zu stören. Ja. Und dann kann man eben auch nicht anders, als in der Wahrnehmung dauernd nur noch mit zu kriegen, wann der Partner oder die Partnerin dieses oder jenes macht, was ja. einen gerade stört. Ne? Mhm. Wenn ich jemand darauf hinweist, dass dein bester Freund laut, laut schmatzt, dann wirst du plötzlich nur noch hören, wie dein bester Freund laut schmatzt. Also ja, das also ist die, dieses diese innere Kündigung, ne? Genau, die stattfindet. Ja, und dann kam äh, Family was always our sacred mutual mission, which you abandoned. Und jetzt wird es halt natürlich richtig bitter, weil sie dann eben auch den Vorwurf ausspricht, dass er die Familie eben zerstört und verlassen hat und ähm, na, eigentlich das höchste Ziel damit auch kaputt gemacht hat. Und äh, A sacred Mutual Mission, ne? also unsere sogar heilige ja. äh, gemeinsame Mission. Das sind Punkte, da kann man sich jetzt also von der persönlichen Ebene, die Björk jetzt zum Ausdruck bringt, nicht mehr lösen. Bis zu dem Punkt konnte man das im Album sehr, sehr gut, aber da wird es dann sehr konkret. Sei ihr aber auch gegönnt, weil ne, das ja eben auch ihre Geschichte ist, die sie hier erzählt. Mhm. Der Song endet dann äh, nach knapp zehn Minuten mit einem glowing, shiny Rocket returning home as I entered the atmosphere. I burn off layer by layer. Ne? Also, das ist dann schon der erste äh, Fingerzeig in Richtung. Und Genesung, ja, die einzelnen Schichten werden beim Wiedereintritt in die Atmosphäre abgebrannt sodass also, am Ende dann doch noch irgendwas wie ein Kern übrig bleibt, der landet. Ja. Ähm, da haben wir also auch wieder einen etwas positiven Aspekt, der dann in den Vordergrund rückt. Der nächste Song Family, den, mit dem tue ich mich ein bisschen schwer. Den finde ich akustisch ähm, zwar spannend, aber dieses Familienbild, das da gezeigt wird, äh, gezeichnet wird, das äh, sagt mir nicht so zu. Es gab da, äh, also gibt da ein paar interessante Textstellen auch. Ist there a place where I can pay respects for the death of my My family, es bleibt also auch persönlich. Und was mich interessiert, war die folgende Passage: There is the mother and the child, then there is the father and the child, but no man and woman, no triangle of love. Das fand ich wiederum eigentlich ein sehr starkes Bild, das wiederum auch ganz losgelöst ist von ihrer persönlichen Geschichte, aufgrund der Tatsache, dass das ja eben genau das ausmacht, was die Trennung einer Familie bedeutet. Also, dass der Vater und das Kind miteinander zu tun haben, die haben diese Einheit, die Mutter und das Kind haben, das, haben die Einheit, aber es gibt eben nicht Mann und Frau jetzt in dem Fall, diese Binarität, die könnte man jetzt auch noch anzweifeln bzw. bestreiten, aber ähm, es gibt eben die Liebesbeziehung nicht mehr. Hm. Ja, und damit ist das, ist das äh, Dreieck und das Gleichgewicht eigentlich aufgelöst und zerstört. Ja, ähm, ich tue mich ein bisschen schwer an der Stelle, was den Aufbau angeht, äh, im Sinne von äh, hier, Geht es also um die Mutter und das Kind, dann geht es um, das, um den Vater und das Kind. Und ähm, ich ähm, hier wird natürlich angesprochen, diese Mutter-Kind-Beziehung, die äh, normalerweise so viel stärker ist als eben dann die Vater-Kind-Beziehung, die mag vielleicht mit der Zeit wachsen. Aber das ist natürlich auch etwas ähm, meiner Erfahrung, es soll auch anders gehen, wie man tatsächlich nach der Geburt während der Stillezeit und zwar dann sofort als Vater erstmal so neben dran steht und ähm, fasziniert diese tiefe Bindung zwischen diesen beiden Wesen eben dann ähm, wahrnimmt und ähm, je nachdem wie lange die Beziehung dann hält äh, kann es sein dass tatsächlich eben dann ähm, die Tiefe der Vater-Kind-Beziehung nicht erreicht werden kann weil das in dem Text äh, jetzt ja auch gar nicht weiter thematisiert wird. Hier stehen die zwar hintereinander, aber eigentlich ja doch auch äh, nebeneinander. Also mhm. sie sagt jetzt ja nicht, ich habe die besondere Bindung zu meinem Kind, sondern sie sagt, es gibt die Verbindung von Mutter und Kind, die Ver Verbindung von Vater und Kind. Es ist sicherlich so, dass die Verbindung von Mutter und Kind eine andere ist als die von Vater und Kind. Du hast das gerade ja auch durchaus nachvollziehbar beschrieben, aber das thematisiert der Song an der Stelle ja nicht. Mhm. No? Ich, ja, also ich, ich trage das halt mit mir rum, dass ich dann doch ein bisschen recherchiert habe mhm. und ähm, über die schmutzige Wäsche gelesen habe, eben zwischen den beiden, dass er tatsächlich vor Gericht gezogen ist, weil er das Kind eben häufiger sehen wollte. Mhm. Ja, ich hatte jetzt ähm, an der Stelle also nicht weiter recherchiert, weil ich dieses äh, Szene-Drama, ich nenne ich das mal äh, so ein bisschen außen vor lassen wollte, ähm, weil ich finde, dass wenn wir über Trennungsalben sprechen, ja, es ist nicht um die konkrete äh, Geschichte aller Gala oder... Ähm, äh, äh, <laughs> das Gut, ist dann halt eben also Wenn nicht irgendwie... wir es aber dann so ja. abstrakt halten, okay, ja. die Beziehung ist vorbei. Ja. Who cares? Genau. Ne? Und da muss ich aber fragen, so, was soll denn dann der Schüssel, wenn eine Beziehung da ist zwischen Mutter und Kind und Vater und Kind, dann ist es halt keine Liebe mehr zwischen Mann mhm. und Frau, aber ähm, das muss eigentlich jetzt nicht unbedingt dem Kind erstmal schaden. Nö, nee, aber das Auflösen der Familie, das ist glaube ich das Problem. Ja, ja. Also das, das ist ja auch etwas, was dann unabhängig von dem konkreten äh, Kontext äh, sicherlich auch etwas Spannendes, beziehungsweise ja auch etwas sehr Erschütterndes ist. Das ist ja für viele Kinder eine sehr traumatische Erfahrung, wenn die Eltern sich trennen, gerade weil eben vielleicht auch beide zum Kind noch eine sehr gute Bindung haben und dem Kind gegenüber äh, so sind vers oder versuchen zu so sein wie vorher, aber man merkt untereinander funktioniert es eben überhaupt nicht mehr. Dadurch ist das Gleichgewicht dann eben aus den Fugen geraten und ähm, das kann ja sehr sehr reale und und äh traumatische Konsequenzen dann auch haben, je nachdem, mhm. wie stark die Situation eskaliert. Also ich verstehe durchaus, sie, worauf sie da hinaus will, und ich äh, verstehe auch, warum dieses Zerbrechen des Familienglücks hier als äh, repräsentativ äh, in Szene gesetzt wird oder eben thematisiert wird. Ähm, ich kann mit dem Song jetzt nicht so sonderlich viel mhm. anfangen, weil ich persönlich auch auf dieses äh, Familienmodell in meinem Leben keinen so großen Wert lege. Also da finde ich mich jetzt nicht wieder. Ich verstehe, aber das Allgemeine, das da zum Ausdruck kommt. Mhm. Ja, und dann geht's mit NotGet weiter. Und da werden eigentlich dann auch nur noch mal die Motive aufgegriffen, die wir auch in den ersten Songs schon mal hatten, ne? also once you fell out of love, our love couldn't carry you and I didn't even notice. da geht sie aber auch mit sich selber dann noch mal so ein bisschen ins Gericht, ja. ne? for our love kept me safe from death. also mich hat unsere Liebe äh, vor dem Tod bewahrt, aber ich habe eben nicht mitbekommen, dass du aus dieser Liebe rausgefallen bist. da ähm, ist sie ehrlich zu sich selber, ja also ja. das ist vielleicht dann ein bisschen unsensibel oder ein bisschen egoistisch zu sagen, ne? also solange ich in meinem safe space bin ist ist mir eigentlich egal, wie du dich dabei fühlst. Hm. Und dann kommt aber auch, ähm, don't remove my pain, it's my chance to hear. Ne? Also hm. auch ein wichtiger Gedanke, der ja eigentlich jedem mit auf den Weg gegeben soll werden sollte, der sich mit äh, lebensverändernden Umständen konfrontiert sieht. Ich würde das jetzt nicht mal auf Trennung beschränken. Ich denke, dass der Schmerz, der uns nicht umbringt, zwar uns nicht hart macht, das wäre jetzt wiederum ein falscher Schluss, aber eben ein wichtiger Anlass zum Lernen ist und zum, zur Heilung, ja? Ja. dass man eben selber im Griff hat, was man dann aus diesem Schmerz macht, ob man ihn weiter füttert oder ob man irgendeine gesunde Art des Umgangs damit findet. Ich mag ja den nächsten Punkt. Möchtest du ihn den dann den kurz find ich finde ihn sehr vorlesen? stark. We carry the same wound, but have different cures. Das finde ich ja eine großartige Aussage eben. Ja, das ist halt auch wieder eine Gleichstellung dann. Ne? Also, es ist ein, super schön, dass sie das dann auch eingesteht, dass sie sagt, wir haben dieselbe Wunde mhm. um, und wir haben beide eigentlich auch dazu beigetragen, dass wir diese Wunde haben. Um, but we have different cures, similar, similar injuries, but opposite remedies. Ne? Also, wir gehen da unterschiedlich mit um, aber wir wissen eigentlich darum, was beim anderen gerade passiert. Ne? Mhm. Also, es ist auch nochmal so ein letztes Einander verstehen. Mhm. Ne? Ja, dann geht es mit Atom Dance sehr. Ja. Okay, ja, darf ich mal kurz mal einführen? Bitte. Ähm, wenn die Wunde auf dem Cover als Vulva dargestellt wird, ich stelle jetzt mir gerade eben vor, dass eben auch der Mann gezeigt wird, auch mit einer Vulva, hat die Wunde wirklich dieselbe Form? Ist eine berechtigte Frage, ob das Cover da dann eventuell mit dem äh, hier vermittelten Text äh, kollidiert. Weil im Prinzip ist ja die Idee schon sehr stark, hm. dass die Wunde mh, so wichtig ist, weil sie. Äh, lebensspendend ist. Hm, Habe ich mir so noch keine Gedanken drüber gemacht, inwieweit jetzt, sagen wir mal, diese Textstelle dann konfligiert mit dem, mit dem Cover. Hm. Ähm, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ähm, genau, also es geht dann weiter mit Atom Dance, das ist auch eine etwas fröhlichere Nummer. Wir merken, wir kommen also langsam an den Punkt, an dem das Licht zurückkehrt, an dem eben auch dieser Heilungsprozess einsetzt. Das ähm, geht aus dem, aus dem Track vorher, also aus Not Get hervor. Ähm, Mouth Mantra, da geht es dann eben um, ähm, dass ich... Befreien aus der Liturgie und Taubheit, die eine Trennung verursacht oder ja. ein Trauma. Ne? Also, wir kennen das, dass man eben dann so von Tag zu Tag eigentlich sich so, so schleppt und dass letztendlich eben auch äh, man keinerlei Antrieb hat, eben das, was man vielleicht auch mit einer Depression verbindet und dass ähm, man dem langsam entflieht. Ne? Also, es ist eigentlich so, als, als würde man aus so einem aus so einer gelee Masse herauskommen und sich wieder frei bewegen hm. und atmen können. Das äh, Schwermut, ne? muss man nicht immer gleich Depression nennen. Melancholie, nehmen? ja. Ja, Schwermut oder Weltschmerz, Melancholie, da gibt es eine ganze Menge Worte, die da ganz gut greifen, ne? dieses äh, Gefühl der Taubheit und so weiter. Ja, ja da gibt es dann die Zeile, My throat was stuffed, my mouth was soon up. Band from making noise, I was not heard. Also der zusammengenähte, die zusammengenähten Lippen sind natürlich auch ein sehr starkes Motiv, ein sehr grausames Motiv. Man versteht also hier auch die Intensität dieses äh, Momentes, der da beschrieben wird. Und ähm, das bringt es auch, wenn ich sehr sehr gut auf den Punkt in solche Situationen. Durch die muss jeder, glaube ich, im Leben mal durch, denn früher oder später wird einem wehgetan und früher oder später muss man lernen, Menschen loszulassen oder akzeptieren, dass man von Menschen verletzt wird und dieses Gefühl der Taubheit, ich glaube, das kennt jeder. Mhm. Ja. So, und dann, äh, was ich super fand und was für mich natürlich auch ein ganz spannender Katalysator dann war, war dieses Need to break up vicious habits, do something I haven't done, I haven't done before. Also, der Anlass für was Neues, der wird geschaffen. Und ich habe das zum Beispiel auch im letzten Jahr selber erlebt. Ich bin also auch äh, noch nicht ganz so lange getrennt und ähm, habe eben das Durchbrechen von Taubheitsroutine. Als einen extrem belohnenden Prozess mhm. wahrgenommen, weil ich wirklich also den Mut entwickelt habe und mich selber auch herausgefordert habe, um da rauszukommen, einfach Dinge zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Und ich, ich habe in den letzten vier, fünf Monaten auf jeden Fall viel mehr Dinge getan, die ich in meinem Leben noch niemals gemacht habe und bin sehr froh darüber. Würde nicht sagen, dass das jetzt äh, unbedingt mich reflektierter macht oder so, aber es war eine wichtige Erfahrung. Auf jeden Fall. Und, und ein tatsächlich wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung eben mit dem, was da passiert ist. Ne? Also, dass man, dass man auf der einen Seite das Alte so ein bisschen von sich schüttelt, in meinem Fall ohne es komplett hinter sich zu lassen, weil ähm, ich das große Glück hatte beispielsweise einer, ich nenne es jetzt mal symmetrischen Trennung, aber ähm, das, äh, das Neue mit offenen Armen empfangen, wenn man das wieder kann, dann geht echt die Sonne auf. Da merkt man wirklich, da kommt wieder, kommt wieder Frühling ins Leben. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Und das, finde ich, bringt sie mit dieser Aussage auch total auf den Punkt. Also die, die schädlichen Gewohnheiten durchbrechen, neue Gewohnheiten entwickeln, aber nicht einfach alte, die man wieder aufgreift, sondern eben ganz neue Gewohnheiten entwickeln. Ja, also ich, wenn man an diesen Punkt heran ist, ist man schon sehr weit, wahrscheinlich eben mit der Trennung. Ne? Weil ähm, ein häufiger Trennungsgrund ist ja Routine. Man. Ist im täglichen Ablauf und lebt aneinander vorbei. Und äh, dann geschieht eben der Zusammenbruch, eben ähm, die Schwermut, äh, die Depression, was auch immer. Und tatsächlich, wenn ich an diesen Punkt herangekommen bin, dass ich wieder aktiv werde, dann, dann ist die Genesung im vollen Gange. Ja. Und dann geht es auch weiter. Dann kommt nämlich Quicksand, das letzte Stück der Platte. Und das ist definitiv noch die, 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 sagen wir mal, optimistischste Nummer, die wir da finden. Da singt sie, When we are broken, we are whole, and when we are whole, we are broken. Also setzt diese beiden Zustände gleich und sagt, wir können eigentlich gar nicht anders, als zerbrochen zu sein, aber müssen auch akzeptieren, dass dieser das Gefühl des Zerbrochenseins eigentlich auch ein Ausdruck des Ganzseins ja. ist. Dass beide Zustände einander bedingen oder irgendwie dasselbe sind. Insofern darf sich diese Wunde auch nie schließen, diese Vulva, weil wenn sie verschlossen ist, ähm, ist sie tot. Genau, also sie kann letztendlich, also es bleibt eine Narbe zurück. Das ist, das ist, denke ich, auch eine der Kernaussagen an dieser Stelle des Albums. Aber der Blick nach, nach vorne, der ist äh, wieder aufrecht und ähm, besonnen. Und das äh, fand ich persönlich eben sehr schön. Also dieses Album nimmt einen mit auf eine Reise. Wir beginnen da, wo der Zweifel anfängt und wir durchschreiten wirklich mit ihr die tiefsten Täler des äh, Zwischenmenschlichen und um dann am Ende eben doch den Horizont wieder zu sehen. Und das, finde ich, war für mich auch so ein Punkt, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, jetzt könnte ich auch mit Björk abschließen. Hm. weil diese Diskografie mir bis dato eigentlich sehr, sehr viel immer gegeben hat und ähm, da vieles so auf den Punkt gebracht wurde jetzt mit diesem Album, deswegen sprach ich davon, es gibt ein Album, äh, ein Leben vor der Vulnicura und nach der Vulnicura für mich. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass dann am Ende mit der Utopia das so ein bisschen entzaubert wurde, deswegen würde ich jedem dazu raten, äh, vielleicht erstmal die Vulnicura auch für sich stehen zu lassen, wenn man sie hört. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob es nötig wäre, sich vorher so ein bisschen durch die Diskografie gehört zu haben. Ich glaube fast nicht, weil ich glaube, das ist so universell. Eine Herausforderung ist es vielleicht im Hinblick auf die spezielle Klangästhetik und natürlich die Art des Gesangs. Aber das ist Björk immer. Die Wunnicura ähm, steht sehr gut alleine da als Werk. Und äh, ich finde sie in der Zwischenzeit gar nicht mehr so unzugänglich. Ähm, ich finde sie doch. Man gewöhnt sich dran, ne? <laughs> ja, ne, ist ja auch so, dass ähm ich sag jetzt mal so, der Mainstream sich ja auch eben solche Dinge nach und nach einverleiben, also die Art und Weise eben, wie Streicher und elektrische, elektronische Beats hier genutzt werden. In der Zwischenzeit ja Mainstream angekommen, also zumindest wenn du Soundtracks anhörst. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, zum Glück ist äh, diese Art des äh, kollagierten Soundarbeitens heutzutage etwas wesentlich, also, wesentlich weiter verbreitet. Das Soundtrackartige hilft einem sicherlich auch dabei, einen Zugang zu finden. Ähm, ich denke, der Gesang ist halt immer noch das Herausforderndste. Ähm, daran ja. daran ähm, scheiden sich oft die Geister. Ähnlich wie bei Kate Bush aber. Bei Kate Bush ist ein ähnliches Phänomen. Entweder die Menschen lieben sie oder sie hassen sie. Es gibt wenige... Die da irgendwo dazwischen stehen und sagen, ist mir egal. Ja, also mich hat Kate Bush auch sofort abgeholt. Äh, an der Stelle danke an den Ingo, der hat mich damals äh, auf Kate Bush gebracht und ist selber auch großer Kate Bush-Fan. Wir haben uns jetzt auch schon privat ein paar Mal über Kate Bush ausgetauscht und können auch gerne bei Zeiten mal über Kate Bush sprechen. Ähm, ich möchte an der Stelle noch äh, kurz ein Zitat einbringen. Wir reden jetzt schon ganz, ganz lange und deswegen müssen wir einen schnellen äh, Abschluss finden. Vielleicht finden wir noch ein schönes Schlusswort damit. Eva Elutz, Ilus hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Warum Liebe wehtut und äh, da schreibt sie, das moderne Liebesleid zieht einen nahezu endlosen Kommentar nach sich, dessen Zweck darin besteht, seine Ursachen zu verstehen und mit den Wurzeln auszureißen. Zu sterben, Selbstmord zu verüben oder ins Kloster zu gehen, zählt nicht mehr zu unseren Kult kulturellen Repertoires und schon gar nicht mehr zu denen, auf die wir stolz sind. Jetzt haben wir auch zwei Stunden über Trennung und Liebe gesprochen, also eben das gemacht, was äh, sie hier dem modernen Liebesleid auch zuschreibt, nahezu endlose Kommentare. Seine Ursachen zu verstehen und die Wurzeln auszureißen. Ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist, die Wurzeln auszureißen, aber wir haben sicherlich es geschafft, an den Zweck ein bisschen näher dran zu kommen, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen Klarheit ins Dunkle zu bringen mit diesen Alben. Die vielen Dank an diese wunderbaren KünstlerInnen, die uns da immer auch bei der Stange halten und jenseits von philosophischer Lektüre dazu bringen, dass wir diese Gespräche führen und dass wir eben auch uns wiederfinden in diesen Platten. Das finde ich immer ganz wichtig. Ja. Vielen Dank auch dir für diese Gelegenheit der Auseinandersetzung mit diesem Thema und vielleicht auf bald. Auf jeden Fall. Also, ich hoffe, wir setzen das vor, lieber Liedham. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.